Aber ich begrüße euch auf jeden Fall recht herzlich nochmal am heutigen Nachmittag, 16. Februar, zum zweiten Teil vom JFD Live Trading. Dirk wird gleich dazukommen und dann wollen wir mal sehen, dass wir die News hier einfangen können, entsprechend covern und vielleicht auch, wie heute Morgen, ja, der Strategie vom Dirk folgen können. War ja fast ja, ein Bilderbuch-Beispiel, Beispiel, wie er das heute Morgen abgeliefert hat. Und sowas wünscht man sich natürlich, aber auch schön, wenn es eben klappt, ja, wenn man von seinen Trading-Skills, von seiner Idee her eben genau das umsetzen kann. Wie gesagt, wir haben jetzt heute einen Philly-Fed-Index, 14:30 Erstanträge auf Arbeitslosenniveau, wie immer jeden Donnerstag. War früher mal mehr mit Action besegnet, aber wir haben auch hier Immobiliendaten, Baugenehmigung, Baubeginne. Das könnte, wie gesagt, ein Stück weit Volatilität initiieren. Und da wollen wir mal hoffen, dass der Dirk dann jetzt mit dem richtigen Login gleich da ist, damit wir uns das hier scharf anschauen können und mal seine Meinung nehmen. Ansonsten, ihr wisst es noch heute Morgen, wir hatten auch den Thorsten zu Gast, der sich auch gerade schon wieder meldete. Mal hier runterscrollen. Oh ja, da haben wir Thorsten mal das Mikrofon aufgerissen. Thorsten, bist du da schon noch, oder? Ja, einer muss ja den Dirk vertreten, wenn er das nicht hinkriegt mit seiner Technik. Und da ich ja heute Morgen die 11.681 ins Saal geschmissen habe, will ich die jetzt auch haben und will auch parallel zu sagen, und dass unsere Euro-Jungs, unsere Euro-Pro-Gemeinde long im Markt ist und auch inzwischen bei ihnen abgesichert ist. Wir sind bei paar 20 long und die Position läuft und das lassen die Jungs jetzt auch über die News laufen. Das war ja das ganze Ziel. Sehr gut. Ja, ich habe hier auch eine kleine Long starten, einen kleinen Long laufen beim Euro. Vorhin hier rein. Ja klar, großen hast du ja auch nicht. Ja. Du weißt schon, dass wir hier Obacht geben müssen. Aber ich sehe gerade, der Dirk ist wieder zugegen. Jetzt werde ich mal sehen, dass ich ihn zum Moderator ernenne gerade. Schwupp. Dann dürfte der Bildschirm auch rübergehen. Wahrscheinlich wieder. So, jetzt schaffen wir Platz. Dirk, jetzt müsstest du eigentlich. Ja. Wunderbar. Da ist er, der Stereo Trader und alles, was wir brauchen. Mensch, Dirk, die Zeit läuft uns fast davon, ja. Wir haben jetzt gerade noch mal ein bisschen Ja. gefasst. Übrigens, der Thorsten ist wieder Spezialgast. Ja, ich habe sie gehört. Hat sich's nicht nehmen lassen. Wunderbar auf jeden Fall. Das finde ich toll. Er hat auch schon gesagt, die Euro-Pro-Jungs, FX-System Euro-Pro sozusagen schon long positioniert im Währungspaar. Kann uns ja dann mal deine Einstellung dazu interessieren, zumal ja Thorsten sich dann auch bald wieder verabschiedet, aber er will zumindest mal sehen, was abgeht zu den News und ihr wisst ja heute Morgen noch, Ansage 11.681 wäre ein DAX-Ziel. Ja, wollen wir mal sehen. Ja. Hast du Schau übrigens mal. jetzt noch was gemacht über die Mittagspause oder hast du erstmal die Füße hochgelegt? Wie war Nee, es heute? ich habe mich schon hier vorher jetzt auch nochmal eingedeckt, wie man sieht. Und zwar einmal links hier im Euro Long. Das hat der Thorsten also richtig gemacht. Und ganz einfach auch hier nur Bewegungsfortsetzung. Ja? Man sieht ja hier halt irgendwo Aufwärtsbewegung, Korrektur. Und ich habe mich hier einstoppen lassen. Hier über diesen Hochs gab es nochmal einen kleinen Rücklauf. Und habe ich auch mal kurz die Füße stillgehalten. Die Position ist jetzt erstmal abgesichert. Kann sein, dass das zu früh ist, die hier abzusichern. Muss gleich mal gucken. Kann wirklich sein, dass ich den nochmal wegnehme oder dann halt nochmal einen Teil rauswerfe. Weil ich jetzt hier auch schon wieder mitten im Ausbruch reinskaliert habe, wie man sieht. Also hier erste Position, zweite, dritte, vierte schon wieder. Und der muss jetzt natürlich laufen, sonst ist das Ganze natürlich Quatsch. Ne? Ich bin jetzt hier mit irgendwie 1,5 Lot unterwegs, habe angefangen mit 0,5. Oh, okay. Und ja, und das ist ja natürlich auf so ein kleines Konto bezogen, ist es natürlich jetzt nicht so wenig. Ne? Also das ist jetzt hier gerade mal, der Trade liegt gerade 10% insgesamt vorne. Also wie gesagt, wir sind um die 1000 Euro bei dem Konto. Und von daher muss man ja schon ein bisschen aufpassen. Es sollte jetzt hier auch nicht mehr runterkommen, wo die rote Linie herkommt. Wie gesagt, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich wollte vorher noch gucken, Na, aber er Hauptsache, sie ist zackert schon mal hier im auch Chart. gerade. Bitte? Na, Hauptsache, sie ist schon mal im Chart, die rote Linie. Ja, Der also Margin Call. irgendeine Bewandtnis wird sie haben. Und aber ohnehin, er zackert hier gerade am Stundenpivot rum. Das ist völlig in Ordnung. Also hier oben auch am Stundenpivot gebremst. Die Dinger, die funktionieren einfach wie die Seuche. Es ist immer wieder unglaublich. Und aber hier, das war die entscheidende. Also hier die Orange. Das ist halt, die kommt aus dem Tageschart. Das ist eben auch eine Fibo. Vom letzten Anstieg ist das, glaube ich, die 23er, 24er Fibo, also die letzte Bastion sozusagen. Und darüber geht es halt long, ne? Und zwar ziemlich weit im Zweifelsfalle auch. Ist aber nicht so einfach, hat man ja morgen auch gesehen. Also hat er auch hier fleißig dran rumgekämpft. Aber war eigentlich jetzt nicht so schwer, sich da eindecken zu lassen. Also es lag jetzt einfach
auf der Hand, also rein einfach vom Chartmuster her, vom Bewegungsmuster, ist ja hier nichts passiert, ja. Und das war halt auch relativ easy, sich da auch einstoppen zu lassen. Ja, Also einfach, nur sieht man hier, geht runter und dann einfach über die Hochs, dann per Stop-Order und war auch in zwei Steps. Ich habe hier den, das war die erste Kerze, ich mache ein bisschen größer. genau, mach den Bildschirm mal groß, dass die Leute, da, also wieder live am Markt, wir haben ja kaum Luft geholt, du bist jetzt gleich online und dann werden hier gleich die Trades wieder besprochen, das ist fantastisch, aber darum geht es ja auch, deswegen ab in die Kiste und du bist ja Break-Even gesichert, sagst du schon, ne? Also du hast es ja schon den Stop-Loss oben für die Gesamtposition sozusagen. Genau, und im DAX haben wir es eigentlich ähnlich, also das war jetzt hier auch zweierlei, einmal haben wir hier so einen Keil, der sich ausgebildet hat, das hätte mal eine Flagge werden sollen, ist aber keine geworden und den hat er nach unten gebrochen, das bin ich jetzt auch per Stop da entsprechend rein und im Stundenchart, wenn man sich das hier anguckt, da ist auch nichts passiert, ja, also das ganze Geschiebe hier ist nichts anderes als ein Innenstab von der Stundenkerze, die das letzte Tief gemacht hat. Von daher war das jetzt auch nichts, was jetzt irgendwie großartig beeindruckt hat oder halt einen irritieren muss. Aber Passt beides der Druck zusammen. ist da, der Druck ist da, wie von dir heute Morgen ja auch schon gesagt, also der Druck auf dem Index lastet schon, ja, jetzt hier mit neuem Tagestief gleich, muss man sehen, ob es jetzt hier einen Rebound zu den News gibt, aber so gesehen auch wirklich, sag ich mal, schön im Fahrplan. Ja, nee, schon, ne? Also das war ja halt hier einfach nur, ich gehe mal davon aus, das sind ja auch in etwa die gleichen, die heute Morgen hier dabei waren. Hab ich ja oben erklärt, warum jetzt hier der Bereich hier oben wichtig war. Das war die letzte nachhaltige Aufwärtsbewegung, die wir hatten. Hier das Low, beziehungsweise halt der Open. Ich mache das hier auch nochmal ein bisschen größer. Das war ein bisschen zu groß. Zwar, ich schiebe das hier mal ein bisschen zusammen. So, dass man es ein bisschen besser erkennen kann. Ausschlaggebender Punkt war eben hier oben diese Kerze, ja, diese Stundenkerze, das war die letzte saubere Aufwärtsbewegung ohne Lunte, ohne Docht und die ist hier gebrochen worden und damit war markttechnisch der Longtrend auch kaputt. Und da hat eben jetzt einfach eine Linie gezogen und das war halt hier oben der Bereich, den durfte er testen, aber da das Ganze ja nur korrektiv war, also bis dahin erstmal, weil gebrochen wäre es erst oberhalb, das hatte ich heute Morgen auch erklärt und deswegen habe ich das hier nur als Korrektur gesehen in der Abwärtsbewegung, die eigentlich hier fortgesetzt werden müsste. Ja, also ich meine, müssen tut er gar nichts, aber es wäre jetzt halt kein außergewöhnliches Bild, wenn jetzt einfach hier der Trend fortgesetzt wird. Und deswegen sollten wir da auch ein deutlich tieferes Ziel heute auch noch sehen. Und bei der Marke, die der Thorsten gesagt hat, das sollte hinkommen, also in etwa. Aber normalerweise kann man hier einfach, wenn ich es mal ganz profan mache, ja, also wenn ich die Abstände hier oben nehme von der Korrektur, FIBO wollte ich jetzt eigentlich gar nicht, sondern einfach nur die Abstände, was ich hier oben habe in der Korrektur, das sind so circa 30, 38 Punkte und wenn ich die nach unten verlängere, ja, also hier jetzt unter das Tief, dann komme ich ziemlich genau hier in dem Bereich, das ist, wo die 20-Tage-Linie liegt. Und das wäre dann auch einfach ein sauberes Bild vom Trend her. Also einfach halt hier, ne, vom Hoch, Tief, dann halt hier eine Korrektur bis in dem Bereich und dann halt einfach ein neues Tief in dem Abstand und dann sind wir bei der 20-Tage-Linie. Und die liegt irgendwo, also ist hier nicht genau, weil wir eine 24-Stunden-Indikation haben, aber um den Bereich 690, 680 sollte die liegen. Und deckt sich eben auch hier mit diversen Fibos dann halt hier auch wiederum. Und ich hatte ja auch gesagt, hier unten der Bereich, dass wir jetzt die 161, nee, die 138er Erweiterung vom Vortag, beziehungsweise, Entschuldigung, die minus 38er vom Vortag, die deckt sich wiederum mit der 12-Tage-Linie hier unten. Und das passt schon zusammen. Also es macht schon Sinn, in Anführungszeichen, wenn sich das Bild dahingehend dann auch vervollständigt. Wenn sich jetzt alles dreht, kann dann ist es halt so, ne? Dann ist es halt so, dann passt es wahrscheinlich auch. Jetzt haben wir noch ein paar Sekunden. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt hier gleich mal wilde Ausschläge gibt, weil wie gesagt, es ist ja auch ein Reihum an den Daten. Manchmal gibt es ja auch den klassischen Fake-Out in die eine Richtung und dann ist es doch eine komplette Umkehr in die andere. Wie gesagt, heute mal, wie gesagt, nicht nur die Erstanträge. Das heißt, da kann ein bisschen mehr passieren. In den letzten Wochen war es immer nicht so eng. Wann haben wir die jetzt, oder? Jetzt kommen sie, genau jetzt rein, mit der neuen Kerze. So, jetzt sind sie da. Ich gucke mal, was der Newsflow sagt, parallel dazu. Euro geht ein Stück runter. In dem Fall auch korrelationstechnisch schön zu sehen. Der DAX macht jetzt erstmal kein neues Tief.
Ja, das ist wieder das, was du vorhin auch gesagt hast. Exzellent. So, jetzt gucken wir mal. Also wie gesagt, ein ganzes Reihum an Daten. Wird jetzt aber zunächst erstmal Da würde ich Dollar. wahrscheinlich hier nochmal testen. Also kann sein, dass ich jetzt hier einen Teil rausnehme. Auch das, wenn er jetzt nochmal irgendwie einen Peak runter macht, nehme ich hier einen Teil raus, dann kann er die unten in Ruhe testen, gibt die nochmal drauf. Macht er aber nicht. Bis jetzt nicht. Jetzt muss ich mal gucken, ich muss mal auf die Webseite klickern hier. Sehen Das ist wir. halt das Ding, wenn man halt so früh absichert, ne? Weil eigentlich sitzt die Absicherung hier wirklich doof. Also komm, ein Stück raus. Ja, wie gesagt, du So, ist bist das ja auch eine dran. Teilposition, ist hier erstmal raus. Das sieht man jetzt hier auch an der Differenz. Ich habe jetzt hier eine Trade PL von 62 und eine Pool PL von 28. Um das mal kurz zu erklären, jetzt kann ich den nämlich ein Stück tiefer ziehen, weil ich mein Risiko ja verkleinert habe. Um das kurz zu erklären, diese 21 Euro Minus, das ist das, was noch drin ist, ja. Und aber mitgerechnet sind bereits eben die anderen Positionen eben auch, die jetzt aufgelöst sind. So, das sollte jetzt nicht unbedingt. Ja, das Klingelzeichen heißt, ich habe Geld verdient. Ja, erst Auch dann wenn Trick es auf jetzt so. Arbeitslosenhilfe. Also wie gesagt, die kommen die Daten rein, aber die besprechen wir später. Jetzt häng dich erstmal ran an den Test. Genau, das ist doch jetzt erstmal viel spannender, was jetzt passiert. Ja, das kann er jetzt hier ruhig machen, das ist okay. Ich gehe mal runter auf eine Minute. Also die Entscheidung hier, das Risiko rauszunehmen, war jetzt erstmal richtig. War zwar jetzt nicht viel, was da rausgekommen ist, aber alles ist besser als minus 26 Euro, ja meine Güte. Ist natürlich ein bisschen schade, ne, weil die Position schon ein bisschen fetter vorne lag. Aber wie So, und sagt der man so schön, hier. that's trading, ne? Ja, klar. Er hätte ja auch einfach weiterlaufen können. Ist er halt nicht, kann ja nicht zwingen. So. Und der DAX hier. Das ist natürlich, das, ich sag mal, rein von der Kerzenformation, ne, ist, wenn ich jetzt mal die aktuelle, die zählt ja nicht. Also hier auf der rechten Seite, die ist ja gar nicht da. So, die ist ja nicht fertig. Aber rein davon ist das natürlich long. Ne? Also, weil das ist schon verdammt nah dran am Inverted Hammer. Und das ist eigentlich immer tendenziell eher long. Und von daher würde mich da jetzt auch nicht erstaunen, wenn wir jetzt erstmal eine Gegenbewegung nach oben haben. Und wenn ich mir den nochmal neu zusammensuchen muss. So, jetzt gucke ich mal den Euro an, was der hier treibt. Auf einer Minute sieht man es ja jetzt ein bisschen genauer. Jetzt skalierst du wirklich in aggressiven Minutenbereich, ne? Aber es ist ja gerade bei Ja, Newsflash ja. nichts Ungewöhnliches. Nee, also was heißt aggressiv, ne? Also ich meine, hier sehe ich ja viel schneller, was er testet und was eben nicht. Das muss man mal gucken. Also das hoch hier, beziehungsweise hier den Open, den müsst ihr natürlich rausnehmen. Und dann haben wir aber hier leider Gottes schon wieder ein Pivot. Das ist nicht so einfach, sich jetzt hier nochmal vernünftig einzudecken. Aber passiert ist halt noch nichts, ne? Also hier auch kein neues Tief. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Das wird ein langes Ding nach unten. Klar, im Nachhinein könnte man jetzt sagen, hätte man sich auch sparen können, aber sehe ich ein bisschen anders. Also was weiß ich, wo der hinläuft. Hinterher ist man immer schlauer. Wie gesagt, du wägst dir Ja. Chancen und Risiken ab, ja, und am Ende hinterher ist man ganz klar immer schlauer. Das ist eh klar. Und wie gesagt, jetzt kommt vielleicht der korrektive Erholungsimpuls, ja, und dann geht es wieder in die übergeordnete Tagesrichtung. Das kann ja durchaus denkbar sein. Ja. Also die Daten sind im Prinzip verdaut. Die wollen wir jetzt fundamental gar nicht irgendwie dran rumwursteln an den Baugenehmigungen, ob sie besser oder schlechter waren. Ihr seht es ja, in erster Instanz war es Dollar bullish, ja. Also Euro zurückgekommen im Vergleich zum Dollar. Jetzt ist es so ein bisschen Tauziehen. Also ich sag mal, wir haben schon stärkere Ausschläge gesehen zu News. Das ist jetzt Ja, die erste Welle ist jetzt das ist sozusagen vorüber, ne? ja nicht mal der Spread auseinandergegangen, Nee, wirklich. Also von daher. in der Tat, in der Tat. Also das habe ich auch beobachtet. Das Brett ist sehr, sehr komfortabel geblieben. Aber mal Schwarz, gucken. 0,5 ist ein bisschen schneller sein hier. So. So, wir sind nochmal long mit der ersten Teilposition. Der DAX, der schiebt hier nur in der Gegend rum, das ist unglaublich. Den will ich natürlich jetzt so eindecken, dass er halt auch ein bisschen, dass man den ein bisschen laufen lassen kann. Ne? Deswegen bin ich jetzt hier auch nicht direkt rausgegangen, unten nach 10 Punkten. Da passiert ja irgendwie nicht wirklich was die ganze Zeit. Du kannst dich laufen lassen. Ja, das ist ja nicht so weit.
Das könnte ich tatsächlich auch mal aushalten. Stille Thorsten hat nochmal ein Statement gegeben. Ja, ist richtig. Ja, ist ja nicht ganz einfach. Hier ein Webinar, mein Blog und meine Skype-Gruppe hier im. Aber wenn es einer kann, Thorsten, dann bist das bestimmt du, muss ich sagen, Kann mir oder ja beim nicht? Schwitzen helfen. Was wir jetzt hier halt haben, ist dieser Backtest eben von dieser FIBO, die man hier jetzt nur ganz schwach sieht. Das ist diese Linie hier auf einer Minute, halt nochmal nach oben durch und dann nochmal ein Backtest und dann eben hier den Open gebrochen und deswegen bin ich da oben jetzt auch nochmal rein. Also von daher, glaube ich, war das jetzt Er erst nochmal läuft. nicht falsch. Bitte? Er läuft. Ja, du Bis zur weißt ja, wie das ist, ne? 85. Je mehr man davon überzeugt ist, umso mehr legt man nachher drauf. Ja, Okay. das ist genau das Ding. Die Erfahrung hat Ist wie bei Thorsten. einer Ehe. Ach so, ja. aber genau so ist es, ne? Also deswegen bin ich da halt auch immer ultra vorsichtig. Also auch wenn ich irgendwie oft richtig liege mit dem, was ich an. Das ist aber genau das Gefährliche, ja. Also je öfters man richtig liegt, umso schlimmer wird es eigentlich. Weil dann nachher denkt man so, man ist irgendwie hier Chef vom Markt. Und dann zeigt der Markt einem dann irgendwann halt einen Stinkefinger Ja, und zeigt dir dann, wer der Chef ist. wenn man meint, klüger als der Markt zu sein, dann rächt sich das meistens relativ schnell. Ja, Ja. das ist richtig. Da, aber die Retourkutsche bekommt man, nur muss man sich einfach eben ja, mit Chancen und Risiken eben am Markt Stop-Loss und Take-Profit bewegen, Chance-Risiko-Verhältnisse abmessen. Und ich sag mal, wir schauen mal, wohin die Reise jetzt geht. Die Tagestiefs stehen ja noch aus. Hast ja auch unten das schöne Beile mit beim DAX schon platziert. Also das ist ja schon mal eine Ansage. Also warten wir mal ab, was der Markt noch macht. Aber die News sind eigentlich verdaut, wie gesagt. Da muss man jetzt echt warten, bis die Amerikaner jetzt ihren Floater nochmal rüberschieben in Sachen Liquidität. So viel mehr ist da jetzt eigentlich nicht zu erwarten. Mal gucken, in welche Richtung es jetzt da noch bläst. Also so ein bisschen orientierungssuchend ist ja sowohl der DAX als der Euro aktuell noch. Genau, hast du nochmal eine Trendlinie reingezaubert. Wie du gesagt, das finde ich auch spannend so, dass du Genau. da hin und wieder doch so Formationen, Trendlinien, technische Gesichtspunkte doch auch noch mit in deinen Trading integrierst sozusagen. Es muss halt zusammenpassen, ne? Also das ist jetzt könnte man hier sagen, der ist da abgeprallt, weil die Trendlinie ist. Ja gut, man könnte aber auch sagen, der ist da abgeprallt, weil der Pivot ist. Und ich sag mal, wenn zwei Sachen zusammenkommen oder Cluster. wenn so eine Trendlinie eben auf so ein Pivot oder was auch immer eben trifft, und dann ist es halt auch plausibler, ne? Also wenn der jetzt hier nach oben ausbricht. Und dann hat es einfach zwei Gründe. Einmal hier die rote Unbekannte, die weiß der Geier, woher kommt. Und dann halt hier der Pivot und eben hier diesen Keil oder wie auch immer, wie man das nennt, was sich hier gerade ausbildet. Und dann ist es halt einfach plausibel. Ne? Ich meine, wenn so eine Geschichte dann zusammenpasst, ja wunderbar. Ne? Allerdings, dann hat man, wie gesagt, so Dann ist es auch Clustergeschichten eine sind eh immer Wahl. interessant. Ja. Nur halt so eine, ich sag mal, eine Linie an sich wäre jetzt nicht so unbedingt mein Favorit. Das hier habe ich mir jetzt gerade fast schon gedacht, weil man hier guckt auf eine Minute, ein kleiner Hanging Man. Typisch, erstmal nach unten. Das ist immer das Gleiche, egal in welchem Timeframe. Das ist wirklich sehr, sehr oft zu beobachten. Ob er dann weitergeht, steht immer noch mal auf dem anderen Blatt. Also mal gucken, kann ich dem hier Luft geben oder nicht? Ich muss das hier mal ein bisschen größer machen, damit ich ein bisschen mehr sehe. Klar, zieh's ruhig mal ab. So, was haben wir hier? Aufwärtsbewegung. Abwärts. Aufwärts eigentlich gebrochen hier. Korrektiv. Und könnte jetzt auch runtergehen. Sieht so aus. Euro im 1-Minuten-Chart jetzt ein Stück weit in Schieflage, also Dollar wieder doch weiter Ja. mit Stärke. Aber wenn man so sollte, die Trendlinie, also das ist ja fast auch schon wieder Bilderbuchmäßig, wie du sagst, der Hanging Meng, der sich da rumschiebt, dass du natürlich im 1-Minuten-Chart die Candlestick ist so nach den Clustern bewertest, das ist schon krass. Interessant, aber an dem Punkt kommen eben viele Sachen zusammen. Neben Pivot, neben der mysteriösen Trendlinie, neben dem Abwärtstrendteil, ist das echt massives Cluster. Und ja, wenn er da jetzt nicht rüberhuscht, dann passiert das, was jetzt passiert, dann geht er wohl nochmal eine Ehrenrunde nach unten. Ja, deswegen bin ich auch hier mal vorsichtig, jetzt nur mal mit einer kleineren Position drin. Weil das muss jetzt nicht sein. Wenn jetzt hier ein neues Tief macht, also ich habe den Stop jetzt hier genau am 200er, das ist jetzt erstmal ein bisschen blöd, den ziehe ich mal ein bisschen weg. Ich habe ja nur die halbe Positionsgröße drin. Von daher kann ich dem jetzt hier ein bisschen Luft geben. Aber er sollte da nicht unbedingt nachhaltig durch. Und dann hier auch irgendwann nochmal die Korrektur.
da ansetzen, beziehungsweise halt dann nochmal nach Norden kommen. So, das ist übrigens, weiß ich, ob ich das heute Morgen schon erwähnt habe, zwei rote Kerzen, nee, habe ich gestern irgendwo erwähnt, zwei rote Kerzen nach dem Hanging Man, ne? Kann man eigentlich schon fast immer drauf gehen. Ne? Ich will es nur auch jedes Mal nicht wahrhaben, wenn ich long bin. Eigentlich muss ich da konsequent raus, ne? Aus einer Long-Position, wenn da so eine doofe Kerze kommt. Und das zeigt so ein Stück weit, dass der Markt abgewiesen wurde. Also das hast du ja sowohl charttechnisch als jetzt vom Momentum her. Das ist richtig. Also da, aber gut, das ist eben, ich sag mal, das ist auch die Erfahrung, die du im Laufe der Zeit eben machst. Und ich meine, das ist jetzt auch unter Umständen, wie gesagt, du hast ja auch skaliert. Du hast ja jetzt, sag ich mal, hast ein Beilimit oben noch und mit einem bist du ja jetzt scharf drin, ne? Genau. Und Stop-Loss ist relativ weit unten. Würdest du denn da noch aggressiv ein Stück weiter höher ziehen? Also unter die das letzte Bewegungstief zum Beispiel jetzt, oder? Also ich will mich jetzt hier auch nicht unbedingt ausstoppen lassen. Ne? Das ist jetzt auch nicht der Plan. Also ich will mir aber angucken, wie er hier mit dem Bereich umgeht, wenn er da hinkommt. Und wenn er da nachhaltig durchgeht, den Pivot erlaube ich ihm noch, nur noch weiter muss er echt nicht. Also das macht dann keinen Sinn. Dann lieber nochmal irgendwo einen tieferen Punkt suchen oder meinetwegen auch einen höheren, wo das Bild dann eben klarer ist. Also ich meine, das darf er machen. Und solche Geschichten wie hier, so ein 200er SMA, den 200er EMA habe ich jetzt hier gar nicht drin. Das sind Sachen, die werden halt auch gehandelt. Ne? Und da sind die Meinungen aber auch sehr unterschiedlich. Ne? Ich sag mal, da achten viele drauf, das muss man gerade sagen. Ja, also ich handle es nicht, ne? Aber ich weiß eben, dass da viele drauf achten und folglich wird es ja halt auch gehandelt. Und man sieht ja immer wieder auch eine Reaktion und deswegen kann man eben dann sowas auch ruhig auch mal erlauben, da eben mal halt hin zu korrigieren, das ist in Ordnung. Also das ist jetzt nichts, was weh tut. So, hier sieht man schon, so wirklich Lust auf ein neues Tief hat er hier noch nicht, heißt aber noch gar nichts. Und der DAX will einfach nicht runter, ne? Zeigt sich stark in der 15-Minuten-Candle da. Ja. Endet er jetzt auch in 3 Minuten. Ist er dann auch durch. Ja. Weil das hier ist tricky. Also wenn wir so einen klaren Abfall haben, der schreit schon förmlich danach nach oben aufgelöst zu werden. Da muss man wirklich aufpassen. Gut, was heißt aufpassen? Aufpassen brauche ich hier nicht, dann fliegt das Ding halt raus. Aber das ist wäre jetzt auch nicht so ungewöhnlich, wenn er das macht. So, der Euro, da kommt er wieder gekrabbelt. Na, das siehst du. Also das neue Reaktionstief hat er nicht unterschrieben. Jetzt wird es nochmal spannend in dem Bereich auf jeden Fall, ob er sich da durchschiebt oder nicht. Wenn ihr Fragen habt, liebe Teilnehmer, ne, wie gesagt, es ist jetzt recht fokussiert. Der Dirk kommentiert eben seinen Live-Trade, den er hier links laufen hat beim Euro-US-Dollar im jetzt aktuell Minuten-Chart. Da ist natürlich die Candle-Action hier akut. Für alle, die neu dabei sind, wie gesagt, hat er einen Long-Entry hier nach den News gestartet. Und jetzt darf man mal gespannt sein, ob es sich hier noch weiter Momentum auf der Oberseite ergibt oder nicht. So ein Stück weit ist jetzt erstmal die Luft raus, wie es scheint. Und mehr so Geplätschere. Also hier haben wir jetzt natürlich genau das gleiche Bild, ne, wie im DAX heute Morgen. Ich mache das nochmal eine Ecke größer. Das ist eigentlich genau das gleiche Prinzip. Ne? Also wir haben hier eine Aufwärtsbewegung. Und die ist das hier ist die letzte nachhaltige. So, wenn man jetzt da mal eine Linie hinzieht, immer zum Beispiel, dann sieht man halt ganz klar, Reaktionspunkt, ne? Weil die ist gebrochen worden hier. Und deswegen ist das halt jetzt auch ganz klar ein Reaktionspunkt, rein markttechnisch, auch wenn wir hier auf einer Minute sind. Aber das Prinzip ist immer das gleiche. Und das war heute Morgen mit dem DAX genau die gleiche Entscheidung. Das heißt, eigentlich hätte ich jetzt hier, war ich jetzt nur zu langsam, aber eigentlich wäre das halt hier zumindest mal für ein paar Pip short gewesen, diese Stelle. Und die ist natürlich jetzt genau auch zufällig hier, stimmt die mit der Diagonalen überein. Aber das Prinzip, wie gesagt, ist absolut das Gleiche. Ne? Das heißt, er kann hier, wenn er sich jetzt nicht irgendwie schnell entscheidet, da drüber zu laufen, dann geht er vermutlich auch weiter short. Sag mal, machst du dann eigentlich, guter Punkt eigentlich, weil du sagst, du hättest ja jetzt auch einen Short starten können, gehst du, also hast du durchaus Hedge-Position, das heißt, du hast jetzt den einen Long laufen, siehst aber, der kommt oben nicht durch, lässt du den Long dann noch drin und nimmst dann trotzdem einen Short auf und schaust mal, was passiert? Also hast du so eine Art Hedging da manchmal laufen oder wie machst du das? Weil du gesagt hast, du hättest ja, jetzt hier theoretisch auch Short gehen können. Machst du das auch? Ja, es kommt drauf an. Ne? Also ich meine, jetzt hier würde ich es nicht machen, ja, einfach aus dem Grund, weil ich gerade irgendwie keinen Short-Plan auf dem Schirm habe. Mhm. Und ich glaube halt, das macht nur wirklich dann Sinn, wenn man sagt, okay, er kann Long da und dahin oder er kann aber auch Short da und dahin und sollte aber insgesamt das und das. Ich sag mal, wenn man so einen Plan hat, ja, der dann halt aus 3 Wegen dann maximal besteht, dann kann man das machen. Nur jetzt hier blind hatchen, was weiß ich, wo der hinläuft, ja, dann müsste ich erst mal gucken. Dann würde ich nämlich eher sagen, nee, dann gehe ich lieber raus ja, genau. aus der Geschichte. Okay. Und dann habe ich meine Ruhe
und gucke mir das in Ruhe auch nochmal an, was dann passiert. Mhm. Und aber das ist natürlich auch so, auf so ein bisschen Geschmackssache, aber ich finde eben halt auch so eine ja, Plansache. Ne? Wenn man weiß, was passiert und wo er noch hin könnte, ich weiß es hier jetzt aktuell nicht, müsste ich echt nochmal gucken, kann sein, hier unten nochmal die 50-Tage-Linie, kann sein, müsste ich aber auch jetzt gleich erstmal gucken. Ja, aber ein anständiger Rutsch, ne? Ja, ja, klar, sicher. Deswegen, aber ich weiß es nicht, ne? Also jetzt hier, das ist irgendwie, sieht nicht mehr lange schön aus, auch im Euro für Long. Wenn sich das nicht bald hier umkehrt und im DAX hier auf Stunde, wie haben wir denn, ein Viertel vor drei? Die Kerze ist jetzt natürlich noch nicht fertig, aber die kann natürlich hier oben Long enden, ne? Die Bullen wetzen, oder die Amerikaner wetzen schon die Hufen, ja, so jetzt um 45 Minuten haben wir das US Opening, da kommt ja 15:30 auch mal noch ein Stück weit Schub, wobei natürlich die Pre-Session läuft ja schon. Ja, da freut er sich natürlich immer auch, ne, der DAX, so irgendwie, so erste Reaktion ist ja immer so, hurra, die Amis kommen. Ja, irgendwie, definitiv, also das ist schon, also ja. Der DAX würde sich ohne die Amerikaner so manchen Nachmittag, man weiß es ja auch, wenn man einen US-Feiertag hat, das ist schon Lethargie, also da am besten die Füße stillhalten. Entscheidung, ja. Ja. So, erstmal raus. Okay, warum? Das ist eine Entscheidung. Ganz einfach, ich habe hier, jetzt ohne dass da eine Linie ist, das flackt. Das Ding hier. Wir haben hier so eine Dreiecksbildung halt. Der kann natürlich da jetzt in zwei Richtungen ausbrechen, aber da wir jetzt hier, von dem, was ich vorhin gezeigt habe, hier unter dieser Linie sind, liegt es eigentlich nahe, dass er hier unten durchgeht. So, das will ich jetzt erstmal nicht riskieren. Und kann natürlich sein, dass es trotzdem nicht macht. Dann würde ich lieber hier oben aber nochmal reingehen, weil das hier ist mir jetzt zu unsicher. Das gefällt mir jetzt nicht mehr. Plus, hier beim DAX, eben was ich vorhin gesagt habe, hier die Kerze zu nah dran am Inverted Hammer. Und sollte eigentlich erstmal nach oben auflösen, weil halt auch hier hinzukommt, das ist zu deutlich runter. Und das wird oft und gerne beantwortet mit einer kräftigen Reaktion nach oben. Und die muss ich jetzt nicht gegen mich laufen lassen. Das war jetzt der Grund, warum ich das jetzt gemacht habe, weil das hier, wenn man das hier auch mal mitbewertet, den ja, diesen nicht fertige Flagge, ja, dann ist das hier ein Fehlausbruch. So, und der wird oft, weil er kam ja nicht weit, also das nächste Ziel wurde einfach nirgends erreicht hier unten und das wird oft und gerne eben auch entsprechend mit einer kräftigen Reaktion nach oben beantwortet. Ich würde jetzt aber hier nicht long gehen, weil wir insgesamt ja doch im Shortmarkt unterwegs sind, aber man sieht ja die Tendenz hier, ne? Das sieht man ja, er treibt ja echt nach oben. Ja. Ich wie gesagt, will ich jetzt ja gar nicht unterbrechen, weil das ist ja jetzt eine spannende Situation. Und DAX mit dem Pullback, du hast ja auch die Projektion, machst du da so klassische Flaggenprojektion, also hier Range der Spanne oder der Flaggenspanne im Vorfeld nach unten abgetragen, sozusagen, um dann die Ziele zu definieren, oder ist das dann... Also was ich zum Beispiel, was ich gerne mache, ich benutze den Fibo-Fächer eigentlich ganz gerne dafür. Ach was, und, echt? Ja, das funktioniert interessanterweise echt nämlich ziemlich gut. Wenn man dann halt wirklich einen klaren Trend oder eine klare Flagge hat und damit dann eben mit dem Fibo-Fächer arbeitet, dann kann man sehr gut beobachten, wie die Retracements tatsächlich da funktionieren. Ne? Also das ist schon jetzt nichts, was irgendwie selten funktioniert. Oder? Das ist schon so ein kleiner Fibo-Fan, das merke ich schon. Ja, also es kann ja sonst nichts. Jetzt hör mal auf, du. Aber ja, mit Fibos, wie gesagt, da gibt es auch verschiedene Thesen, aber wenn man sie anwendet und ich will nicht sagen, wenn man dran glaubt, aber ich sag mal, wenn man da seine Erfahrungswerte mit hat, ob es jetzt eine 50%, also genau die halbe Korrektur ist, oder die 2/3 rund bei 61,8 oder was auch immer, wenn man es eben anzuwenden weiß, dann kann man das schon für sich nutzen, ne? Ja. Ist genau der Punkt, warum ich meine Position halte. Beim Euro, ja, jetzt kam nochmal der jetzt aktuell stille Thorsten. Ich glaube, es gab großen Schweinsbraten zum Tag. Also wenn man die Abwärtsbewegung nimmt, mal gucken, ob ich den Dirk hier wieder finde, die Abwärtsbewegung von gestern früh nimmt die erste, bevor der Rutsch gestern Mittag gewesen ist und da ein Fibo drauf lässt, hat er jetzt auf den Tick genau in der 261 oben gebremst. Und das sind so eine Nummern, die er sehr gerne macht, macht eine Abwärtsbewegung, täuscht kurz Long an, wird ganz schwer nach unten abverkauft, wo die Jungs
wirklich so eine typische Bärenfalle, die wir ja gestern hatten, um die Tiefs unten bei der 22 zu holen. Wer in unserem Blog mal nachliest, weiß auch, woher die kommen. Um die 22 unten abzuarbeiten, eine klassische Falle in einer Kerze da runtergekachelt, alles abgeräumt. Deswegen zählt das für mich für so eine Fibo-Bewegung nicht. Wenn ich die Abwärtsbewegung vorher nehme, ist das vorher noch einen Tick genau oben an die 261 gelaufen. Deswegen steht bei uns im Block oder steht auch drinnen, aufpassen an der 55 oben. Du hast jetzt nicht, du bist nicht gerade am Trading Desk, oder? So, dass wir deinen Bildschirm nochmal kurz raufholen können, vielleicht, wenn du uns das nochmal direkt zeigen willst, oder, Thorsten? Warte. Weil so ist es immer ein bisschen mystisch, weißt du, kann das der Zuschauer, wenn Dirk kein Problem mit hat, würde man vielleicht nochmal kurz auf Thorsten schalten, was er gerade so definiert hat, weißt du? Ist für die Zuschauer mal am besten, dass sie das Ganze nachvollziehen können, oder? So. Ne, klar, von mir aus, also ich sag nur gerade, was ich hier noch mache, ne? Man sieht ja deutlich, wie das hier reagiert, ne? Diese, wie die reagiert hier, die rote, sieht man ja ganz deutlich, hat man ja gerade gesehen, und deswegen bin ich hier oben, drüber bin ich nochmal rein, haben jetzt natürlich hier so ein, wieder so einen doofen, Moving Average im 5-Minuten-Chart, das heißt, er kann jetzt hier auch nochmal ein bisschen reagieren, aber generell ist er jetzt hier oberhalb von diesem Dreieck erstmal und will da wohl auch oben durch. Heißt natürlich immer noch nicht, dass es funktioniert, aber den würde ich jetzt erstmal in Ruhe lassen, weil die Tendenz ist ja hier schon irgendwie da, also von dem, was er da vorhat. Aber nee, mach ruhig mal, klar. Also auf Thorstens Bildschirm. Wenn Thorsten mir grünes Licht gibt, damit er seine Pin-Up-Girls und dergleichen erstmal verdeckt, dann kann ich das... Nein, die könnt ihr alle mitsehen. Wenn euch an den Kosten beteiligt, ist das überhaupt kein Problem. Also, ja, mach ganz kurz, weil ich muss dann auch weg. Ja, genau. Also wie gesagt, wieder schön, dass du da bist, spontan mal dazu schaust. Jetzt müsstest du es kurz annehmen, Thorsten. Dann dürfte das eigentlich ein Selbstläufer sein. Da haben wir es doch schon. Schaut es euch an. Genau. Da sitzt auch das System vom Thorsten. Ja, die Nummer ganz kurz zu fassen. Wir haben gestern genau diese Nummern hier gehandelt. Erste Abwärtsbewegung, da die Korrektur, haben die erste auf die zweite abgetragen, dann die Korrektur, die fast genau gelaufen ist und dadurch errechnete sich hier unten das Ziel bei der 22, die er gestern auf den Tick genau geholt hat. Das war unser Ziel, was wir uns gestern früh in den Webinaren erarbeitet haben. Ich glaube, unsere Jungs haben das auch ganz gut mitgehandelt. Dieser Abverkauf hier, dieser Rutsch nach unten nur an die 22, wir hatten hier die 44, die hatten wir als erstes auf dem Deckel. Und dieser Abverkauf, das ist für mich so eine klassische Falle, in einer Kerze, zu den News gestern, in einer 5-Minuten-Kerze abverkauft und sofort wieder retour. Deswegen zählt dieses Ding für mich für den Fibo nicht. Wenn ich den Fibo hier drauflege, zack, von oben nach unten, dann sehe ich genau, dass ich hier auf den Tick genau in der 261,8 gelandet bin. Diese Abwärtsbewegung hier, die war für mich ausschlaggebend. Der Durchrutscher hier, Klassiker, an dem 141, den verwenden wenige, wir verwenden ihn ständig, warum, wieso, weswegen, erklären wir auch in unseren Seminaren gerne mal. Die 161,8 hat er nicht geholt, damit war das hier ein klassischer Fake nach unten, klassische Falle. Deswegen haben wir auch gestern Nachmittags Webinar hier sauber gelongt und dann sieht man auch, wie sauber diese Fibos hier angelaufen werden. Zack, wieder unsere 141,4, 141,4, 161,8, tack, 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 wieder zurück, die Jungs abgeholt, die hier gearbeitet haben und dann direkt Umkehr und jetzt hier hoch an die 55, deswegen haben wir vorhin vor einer Dreiviertelstunde, Stunde im Blog ungefähr geschrieben, aufpassen an der 55, übergeordnet hätten wir jetzt sogar für bis zum nächsten Level Luft bis an die 27, aber um auf unser Handelsstil zurückzukommen, diese Bewegung hier zu duplizieren, würde heißen, die fing jetzt hier an zu laufen. Upp. Da fing sie an und damit haben wir hier oben das Ziel an der 85, 86. Wir wissen, dass die zweite Bewegung in der Regel länger ist als die erste. Die erste ist gestern Abend durchgelaufen, jetzt die zweite, die kann länger werden, deswegen sollte man den Bereich zwischen 1,0685 und 1,0720, der ist dann sehr weit gestrickt, aber das wäre das klassische Ziel da oben. So viel dazu. Mehr wollte ich gar nicht machen. Ja, war schon recht umfangreich, ne? Also im Prinzip mal das komplette Statement. Zum DAX hast du da noch die Geschichte wegen der 11,681 Geschichte. Hast du noch einen Chart vielleicht bei? Da haben wir einen Chart. Wir sehen auch,
Positionen laufen, die sind seit hier, wie ich heute Morgen gesagt habe, die seit hier oben drin, die ist auch Break-Even abgesichert, viel mehr mache ich auch nicht. Und da haben wir genau die gleiche Geschichte. Wir handeln ja einfach, wir machen das ja nicht so kompliziert. Ich kann ja nicht so klug denken wie Dirk. Dirk ist ja intelligent. Ich bin ja Fliese. Ihr seid ja wieder lieb zueinander, meine Güte. So, erste Bewegung, Korrektur, zweite Bewegung, deswegen sind wir hier jetzt erstmal an der 16. Das ist aber auch eine Bewegung, die ich noch gar nicht, also er bewegt sich ja noch nicht. Sondern ich würde jetzt sogar eher warten, wenn er anfängt, nachher hier unten anfängt zu laufen, so an dieser Unterkante, da will ich diese Bewegung erst als Lauf bezeichnen und dann sind wir genau hier unten bei der 11,685, wenn ich sogar auf das Tief gehe, hier bin ich unten bei der 11,681 ungefähr. Und der Rest errechnet sich dann ebenfalls, so wie hier aus den Fibos, wenn ich diese Abwärtsbewegung nehme, dann lande ich hier unten nachher in der minus 61,8 und dann kommt nachher nicht mehr viel. Also das ist für mich heute erstmal ausschlaggebend, wenn die Amis sich Richtung Süden entscheiden sollten, dann wird der... Du hast dann wieder Tonprobleme. Ja, eigenartig. Eigentlich ist er mit Cable unterwegs, ne? Und diesmal nicht WLAN oder sowas. Aber mit dem Headset, das müssen wir ihm nochmal sagen, ne? Was? Du warst schon wieder weg oder hast den Ton ausgeknipst, mein Großer? Ah, nee, das ist, wenn, ich weiß nicht, woran das liegt. Die Telekom bastelt seit 3 Tagen an meiner Leitung hier. Aber das und ist nicht gut, die, das ist schon mal gar nicht gut. Ja, und wenn die zu schwach wird, wenn ich die Maus bewege, dann versagt die Stimme. Das ist wie früher in der Jugend, wenn ich mit einer Maus beschäftigen wollte, hat die Stimme immer versagt. Das ist. Kannst du es nicht lassen, Tiger. Ja. So, und daraus ergeben sich, wenn ich jetzt diese Aufwärtsbewegung hier nehme, hier, das ist für mich die letzte, der Rest sind hier alles Fakes irgendwo, die bloß mal ganz kurz da oben rausgeguckt haben. Wenn ich diese Nummer nehme, dann lande ich hier unten, dann nimmt auch bei der 71. Du hast ja in Göttingen auch eine schöne Präsentation zu deiner FIBO-Ansicht, weil das muss ich schon sagen, du arbeitest ja schon viel mit Projektionen, Retracements, das ist ja schon... Ja, guck mal an. Also das war mir vorher gar nicht so bewusst, muss ich sagen, bis ich dich da kennengelernt hatte. Ich dachte, es wäre wirklich so ein reiner Systemansatz. Ihr seht ja übrigens auch hier den Stereo-Trader ein Stück weit adaptiert für euer Forex Pro-System, ne? Ja, ich wollte ihn schön haben. Alter Schwede. Also ihr schenkt euch... Ja? Das Alt nimmst du zurück. Den Schweden akzeptiere ich, aber das Alt nimmst du zurück. Schwede, ey. Da musst du durch, Dirk, ne? Aber im Prinzip, wie gesagt, ja. Ihr seht es, das ist... Ich glaube gar nicht, was ich mir alles anhören muss, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Alles gut. Alles gut, ihr seid auch schon alte Hasen. Es kommt immer wieder alles zurück, weißt du, sammle einfach, ne? Und dann kommt auch immer wieder alles zurück. Daher. Ja, klar, die Erde ist rund, es kommt alles zurück. Da haben wir es, genau. Nick, also gut, danke für die Einweisung, wie gesagt, und schön, wie gesagt, jetzt mal auch noch eine andere Version vom Stereo Trader, den eben hier der Thorsten für seine Gruppe, seine Systeme und seine Community da nutzt. Und das ist auch das, was du deinen Kunden anbietest. Die kriegen praktisch das gleiche Template sozusagen auf ihre Charts, oder? Ja, genau. Also die Leute, die mit uns arbeiten, wir arbeiten alle mit dem gleichen Template. Hauptaugenmerk liegt bei uns immer auf dem Euro Pro, was Dirk uns ja hier drauf auch gepackt hat und was er uns ja auch sauber drauf programmiert hat. Mhm. Das ist unser Haupttemplate, wenn man das so sieht. Hier sieht man auch meine Long-Position in dem Konto liegen. Ich habe meinen Stop immer noch hier unter unserem Zielbereich. Diese Zielbereiche hier halten in der Regel sehr gut. Deswegen halte ich auch meine Position. Ich habe ja vorhin noch gezeigt, warum. Und wenn ich mir diese ganze Geschichte hier noch ein bisschen rüberziehe, dann sehe ich auch, wie weit er sich nach unten und wieder nach oben bewegen darf. Deswegen bin ich hier auch noch nicht break-even gegangen. Mhm. Ja? Sondern ich halte meine Position noch. Diese Zielbereiche, die wir hier drin haben, die auch Bestandteil von Europro sind, diese Zielbereiche halten in der Regel sehr gut. Und jetzt, wenn er die Kanaloberkante nochmal anlaufen sollte. Aber egal, das ist unser Hauptbild, wenn man das erkennen kann. Wir haben einen roten, blauen oder weißen Hintergrund und dazu gibt es ein ganz festes, ganz klares Regelwerk, nachdem wir Euro-Pro handeln. Euro-Pro ist unsere Haupteinkommensquelle. Alles andere
erweitern wir dann Stück für Stück, eben ob man mal nach Kanälen handelt oder nach Fibos oder sonst irgendwas. Also wir machen ja verschiedene Sachen in unseren Webinaren, aber kann man ja gerne mal reinschnuppern, aber das machen wir beide auch mal zusammen, ne Chris? Das machen wir auf jeden Fall zusammen. Kann ich gleich mal ankündigen, liebe Teilnehmer. Wir werden also mit dem Thorsten ja ohnehin und auch mit dem Dirk, das ist eine Kooperation, die fruchtet und wächst weiter, aber mit dem Thorsten haben wir noch einige Sachen vor, eben auch wegen der großen Community, wegen dem Trading Service, und da ist noch nicht dieses letzte Wort gesprochen, und das machen wir. Wer es noch nicht wisst, am besten in den Newsletter eintragen oder als Kunden bekommt ihr unsere monatlichen Webinare oder auch Informationen über den Wegfall der Nachschusspflicht, was wir jetzt unlängst gemacht haben, Hebelanpassung oder wenn es eben die Future-Kontrakte, die auslaufen, wie auch immer. Wenn ihr Kunden bei uns seid, kriegst du das eher automatisch ins Mailing. Ansonsten auf jeden Fall meldet euch für den Newsletter an. Und ich kann auch, das hat der Thorsten mal früher auch schon gesagt, wir haben uns gefunden als transparenter Broker, und da könnt ihr dann am besten auch, wenn ihr uns noch nicht kennt, einfach mal ein Demo testen und das Ganze mal durchspielen, auch beim Thorsten oder mit dem Dirk, seinem Original Stereo Trader, sage ich mal, da ist alles möglich. Das liegt im Auge des Betrachters, ne? Aber ich gebe dir recht, das ist schon geil, dass du das so separiert adaptiert hast, damit der Thorsten auch jeden Morgen seine Fröhlichkeit weiter erfährt, wenn er dann auf seine eigenen Labels guckt von der Farbe her. Ist traumhaft. Also insofern ist es. Im Alter wird man ja auch ein bisschen blind, farbenblind und so, weißt du? Ja, ist recht, ganz genau. Da muss er durch. Aber wie gesagt, das ist ja auf jeden Fall schön adaptiert, und da werden wir auf jeden Fall noch viel kennenlernen. Und das könnt ihr, wie gesagt, auch alles im Demo-Modus bei uns testen. Und mit dem Dirk, das hat er auch gesagt, könnt ihr auch mal den SEO-Trader da testen. Den Link kann der Dirk gerne mal reinstellen, inwiefern wir da noch eine Kooperation aufbauen für rabattierte Stereo Trader und dergleichen. Da müssen wir noch mal ins Geschäft gehen. Aber wenn ihr bei uns Kunden seid, werdet ihr das eh mitkriegen, was wir da demnächst neu launchen an Plattformen, neuen Multi-Asset-Bereichen. Dürft ihr euch ja auch auf euren realen Future-Handel freuen und dergleichen. Also da kommt einiges. Also jetzt aber weniger der Werbung. Thorsten, wenn du jetzt soweit durch bist, dann würde ich den Bildschirm wieder an Dirk zurückgeben. Ich bin durch mit Sack und Büchs. Dann sage ich danke für dein Bild, für die Erläuterung auch dessen, was sozusagen abgeht. Wir schauen mal, ich bin bei meinem Euro-Dollar selbst raus auf Null, sozusagen der Break-Even hat gezogen. Schade, war der Broker-Gewinn, ja, Commission hat er verdient, aber für mich war es ein Plus-Minus-Null. Gucken wir mal, wenn es jetzt weiter nach oben geht, müsste man hinterher schauen, aber was macht denn eigentlich die Position vom Dirk? Dirk, soll ich dich nochmal kurz zum Moderator wieder machen? Ja, klar. Danke auf jeden Fall, Thorsten, wieder mal für das war übrigens auch nicht geplant, dass du jetzt am Nachmittag noch da bist. Ich wusste gar nicht, dass du dich echt nochmal in den Bildschirm setzt, aber du hast ja gesagt, Community wartet, du hast ja deine festen Zeiten und dergleichen. Also insofern schön, dass du dir da trotzdem für uns heute nochmal die Zeit genommen hast. Ja, ich hatte jetzt um zwei ausgeschlafen, habe gedacht, jetzt kannst du ja mal ein paar Minuten aufstehen. Aber jetzt lege ich mich wieder hin, ich bin dann weg. Danke, dass du da warst, mein Großer. Ja, alles klar. Ja, viel Glück. Warte danke. Mal. Bis dann. Ciao, Dirk. Also ich bin momentan tatsächlich flat, wie man sieht, weil das ist mir hier alles, das gefällt mir momentan überhaupt nicht, was der hier treibt. Und er hangelt sich hier auch schön an der Linie hier runter, sieht man auch. Max war auch richtig, auf jeden Fall hier rauszugehen, weil es genau das passiert, was ich gesagt habe. Ne? Kann die Kerze, also ich habe das zwar eben gesagt, der kann natürlich hier oben immer noch die Stundenkerze abschließen, aber er hat es auf jeden Fall jetzt doch ein Stück weit höher abgeschlossen und der Euro will noch nicht so richtig. Von daher macht das jetzt da auch keinen Sinn, da großartig dran festzuhalten, sondern ich würde da halt wirklich nochmal eine nachhaltige Korrekturbewegung dann im Euro abwarten, wenn er es denn überhaupt macht. Ja? Also ich meine, darf nie vergessen, die Idee ist natürlich, dass der DAX, also es gibt ja zwei Ideen, die eine ist, DAX geht short, und die andere ist, Euro geht long. So, aber vielleicht weiß der DAX das ja nicht, ja, dass er das soll, und vielleicht weiß der Euro das auch nicht. Und deswegen ist es dann halt gerade dann in solchen Situationen, wie wir es jetzt auch hier auch gerade haben, auch ganz wichtig, dass man dann halt auch, wie soll ich das sagen, also selbst kritisch mit sich selbst genug ist, um auch zu sagen, so pass mal auf, vielleicht ist die falsch. Idee ja gar nicht mehr gut. Du lagst falsch, ganz genau. Also an der Meinung beharren, ja. Und der Witz ist, da festzuhalten, das kostet meistens das Konto. Ja, also ich meine, wenn man dann irgendwie sagt, ich will Recht haben, also da reden wir vielleicht auch dem einen oder anderen aus der Seele, aber man muss tatsächlich sagen, dann wird das Stop weggelassen, der Trader, der Marktteilnehmer sagt, ich will den Preis sehen, dann gibt es immer noch so kleine Bewegungen in die Richtung, da wird die Hoffnung genährt, und dann ist das immer der Anfang vom Ende und dann ist das Konto platt. Ja, also ich meine, das ist klar. Und dann, aber das ist eben das Gefährliche, sich einzugestehen, dass man falsch liegt. Und das ist beim Markt, beim Aktienmarkt, Tradingmarkt,
Forex-Handel, Das eben der Spiegel, der viele umhaut, auf gut Deutsch, ne? Weil du musst ja, eben das ist manchmal genau auch falsch liegen. das A und O. Man muss ja in der Lage sein, man muss ja seine Meinung ändern. Also ich meine, wenn der Markt einem mitteilt, du, ich sehe das irgendwie gerade nicht so, und dann kann ich noch so viel dagegen halten, ja. Also ich gewinne nicht, ja. Exakt, Niemals. exakt. Aber das ist eine Königsdisziplin und da scheitern eben auch viele, genau an dem Punkt. Ich meine, jetzt hier im Gesamten betrachtet, gut, jetzt hier vorhin im DAX waren es irgendwie, keine Ahnung, wie viel waren das, 8 Punkte minus. Wir haben heute Morgen irgendwie in Summe 70 mitgenommen. Dann gehen die halt mal davon runter, ja. Das ist völlig wurscht, das ist total egal. Und der Euro hier hat jetzt auch ein kleines bisschen was gekostet, das macht aber nichts. Im Endeffekt macht es ja nur Sinn, dann zu handeln, wenn ich weiß, was passiert. Und von daher, weil ich finde es auch immer ganz schwer, dann halt irgendwie vorauszusagen, ja, wir landen heute oder morgen da und da, weil was ist denn, wenn jetzt hier passiert, also zum Beispiel jetzt hier nochmal auf den DAX zu kommen, was ist denn, wenn der jetzt hier oben drüber geht und da oben schließt? So, spätestens dann kann ich den ganzen Plan mit Short verwerfen. Spätestens. Und was er hier ja auch darf, ist, er darf ja auch korrigieren, ja. Und nur was hier eben gerade passiert im DAX, das ist so ein bisschen tricky, ne? Also er macht hier, wenn man das mal nur betrachtet, hier die beiden Tiefs, er macht keine neuen Tiefs hier, ganz klar nicht. Hat hier massiven Widerstand in dem Bereich, wo er gestern einfach durchgefallen ist. Das heißt, wenn man dann halt das gleiche Spiel mal betrachtet wie heute Morgen mit dem Abwärtstrend, kann man es genauso gut auch mal mit dem Aufwärtstrend machen. Ja? Also wenn ich mir jetzt nur die Bewegung, wenn ich jetzt den linken Teil jetzt hier ausblende. Kann ich das? So. Was man nur so betrachtet. Hier eine Kerze ist, hier ist noch drin. So, dann habe ich hier einen Aufwärtstrend. Eine Korrektur. Und dann vielleicht ein neues Hoch. Ja. Und das kann ja sein. Das weiß ich ja halt eben nicht. Aber es ist genauso plausibel wie die Idee, dass der weiter runtergeht. Und deswegen ist es halt extrem wichtig, dann sowas hier im Auge zu behalten. Und er hat ja hier auch klar gezeigt, er hat zumindest im Moment erstmal keine Lust auf weitere Tiefs. Und da kann es natürlich genauso gut sein, dass der ganze Plan sich gleich umdreht und dann halt eben Long angesagt ist. Ist möglich. Genauso ist das. Und da muss Ich man meine, eben das auch ist ein flexibel sein. Wunschkonzert, ja. Da Wenn muss der hier man. runtergeht und das dann macht, ist ein Wunschkonzert. Es gibt Tage, da geht sowas auch mal auf. Ne? Also. Oder wie hat er gesagt, das Leben ist kein Wunschkonzert, aber manchmal spielst du dein Lieblingslied. Ist doch schön, ne? Ja, wie gesagt, zu den News hätten wir uns jetzt eigentlich, ich sag mal, die eingeschlagene Tendenz im Nachgang an die News hat sich ja bislang eigentlich weiter fortgesetzt, ne? Also praktisch sukzessive Ja. Dollarstärke, DAX wieder erholt. Jetzt haben wir, wie gesagt, noch ein paar Minuten bis zum US-Handel und jetzt plätschert es so ein bisschen dahin. Also die Volatilität ist auch beim Euro, was haben wir jetzt bis jetzt, 56 Pips zurückgelegt, das ist nicht viel. Da kann man jetzt echt mal überlegen, warten, ob der Markt jetzt hier am Nachmittag nochmal ein größeres Movement uns gibt. News-technisch kommt nichts mehr rein, ja, das Erdgaslagerhaltung 16:30 interessiert ja nun wirklich gar keinen aus den USA. Heute Abend noch Neuseeland-Dollar, okay, das ist aber alles irrelevant. Insofern sind die Märkte da schon relativ technisch getrieben. Und wenn du jetzt, sage ich mal, sagst technisch getrieben und schaust so auf den Chart jetzt vom DAX, ich meine, die Marke vom Thorsten vorhin, die 11.661, die stehen ja noch im Raum. Hast ja unten das Fishing Limit sozusagen in dem Bereich da auch noch Genau. 681 da platziert. Das denke ich halt. Das ist schon noch, also trotz alledem, so eine fokussierte, übergeordnete Richtung, die du jetzt schon noch, ich will nicht sagen beschwörst, aber auf die du auf jeden Fall hinarbeitest sozusagen, oder? Dass er eben doch nochmal ein Movement nach unten macht. Also es hängt alles davon ab, was mit dem Bereich hier passiert. Ne? Das ist ganz klar. Von daher, ich meine, das kann aufgehen, ja, aber muss es ja nicht. Also ich werde da jetzt nicht irgendwie auf Biegen und Brechen daran festhalten. Also deswegen, ich bin da eigentlich ungerne irgendwie gerade in so einer Range, ja. Ich habe zum Beispiel, ich habe halt auch in der Facebook-Gruppe habe ich halt die Reise zu der 850 vor 3 Wochen oder wann das war, gepostet in allen Details und auch die Rückreise. Und das sind so Sachen, ich sag mal, wenn man sich in neuen Terrains bewegt, also geht zumindest mir so, ich bin in neuen Terrains, bin ich wesentlich besser, wie wenn wir jetzt hier so in ja, im Inside Day ja sind, weil nichts anderes machen wir hier heute den ganzen Tag. Es ist Ja, nichts passiert. Wir sind komplett in der Range von gestern. exakt. Und ja, und das macht es halt wesentlich leichter, ne? Weil Inside Day, also es ist ja nichts anderes, wie das, was ich vorhin hier gesagt habe, hier mit der Stundenkerze und die Stunde danach hat er sich nur drin bewegt. Das ist ja nichts anderes. Das ist dann halt eine Inside Hour, wenn man so will, ja. Aber das Prinzip ist das gleiche. Also
Also es ist rauf und runter, es hat nichts zu sagen. Mhm. Absolut rein gar nichts. Und von daher, jetzt aus dieser Haltung, jetzt hier sich drauf zu versteifen, dass der da runter geht, würde ich nicht. Also da hätte ich gestern dann auch eher gesagt, ja, da gehen wir nochmal hin. Aber jetzt hier, weil es ist ja auch wesentlich schwerer, sieht man ja auch, jetzt hier einen vernünftigen Trade zu platzieren, wie wenn man jetzt außerhalb dieser Range ist. Da sind wir jetzt auch in einem interessanten Punkt. Du siehst jetzt auch nicht die Notwendigkeit, und das ist ja auch mehr als vernünftig. Ich meine, du hast die Limits hier und da platziert, ja, aber du siehst jetzt auch nicht die Notwendigkeit jetzt, A, wegen dem Webinar, was absolut natürlich überhaupt keine Rolle spielt, aber grundsätzlich wird es jetzt auch im Single-Modus bei dir zu Hause oder bei deiner Gruppe im Trading, würdest du jetzt auch keinen Trade platzieren wollen, weil die Lage einfach einen Münzwurf ähnelt aktuell. Du siehst hier keinen statistischen Vorteil in irgendeiner Richtung. Ja, absolut. Also, ich meine, beim Euro ist es eher so, ich meine, da war die Vorstellung ja halt, dass der mal eine Runde long geht. Ich kann das hier mal ein bisschen größer machen. Ich gehe mal hier auf 30 Minuten oder Stunde. So, hier sieht man übrigens auch, das hätte ich natürlich sehen müssen. Hast du nicht hochgeguckt? Du meinst jetzt die EMAs, oder? Ja, das ärgert mich jetzt dann schon, dass ich den nicht gesehen habe. Und da ist auch die rote Linie. Schau mal, die rote Linie hat sich jetzt offenbar. Jetzt einfach mal in den Stundenchart klickern müssen. Ja, ja. Die ist so ein bisschen abstrakt, abstrakter Natur. Aber eigentlich gar nicht mehr. Also ich mache die mal weg, die kommt da auch nicht her. Ich weiß nicht mehr, wo sie herkommt, ich mache das mal weg. Aber allein das hätte jetzt eigentlich schon gereicht. Also das war natürlich jetzt wirklich Dummheit, das kann ich anders nicht sagen. Weil da läuft er nicht einfach so drüber, als wäre da nichts. Über so ein, das ist halt, das ich vorhin meinte, die werden halt schon gehandelt. Ne? Und das hier ist auch übrigens typisch. Also das passt dann jetzt hier, wenn man nur mal größer guckt, dann schon ganz gut zusammen. Ein Rücksetzer auf einen 168er. Das ist auch so ein SMA, den hat irgendwie, glaube ich, kein Mensch auf dem Schirm. Was ist denn das für ein 168, habe ich noch nie gehört. Also mit Verlaub, ich muss sagen, ich arbeite mit dem Rainbow und kenne relativ viele ehemals auch den 168er. Wie kommst du denn auf die Hausnummer? Ja. Eigentlich ganz einfach. Und zwar 5 Minuten. 168 sind im DAX 14 Stunden. Das heißt, das ist der Durchschnitt der Handelszeit, also zumindest mal im DAX. Und von daher macht der schon Sinn. Und im DAX hat er reagiert auch extrem oft extrem gut daran. Das ist das Verrückte. Und wir haben den halt irgendwie, wo ich mit anderen auch zusammengehandelt habe, irgendwie mal auf andere, spaßeshalber, ja, auf andere Werte gezogen. Und kann man das echt oft beobachten, dass genau solche Geschichten wie hier zum Beispiel zum SMA 200 läuft nicht. Und da gibt es eben einen Rücksetzer hierher. Und dann geht es halt weiter. Aber eine Reaktion hast du in Verbindung mit dem 200er eigentlich fast immer. Ne? Ja, also wie gesagt, der 200er, der Grund ist halt, wie gesagt, eigentlich der DAX. Ne? 14 Stunden, 14 Stunden genau, mal 5 Minuten, dann kommst du eben auf den Wert. Habe ich noch nie gehört, aber es ist, wie gesagt, man lernt ja nie aus. Ich meine, mit den EMAs, ich meine, gut, ob es jetzt ein 165er ist oder ein 170er, der 168er klingt schon sehr speziell. Aber ich sage mal, wenn das ein Erfahrungswert ist und es sozusagen adaptierbar für dich funktioniert, dann ist es auf jeden Fall legitim. Ja, da hat er so seine Settings. Ja. Mit Fibos, wie gesagt, da gibt es auch die einen verteufeln das, die anderen sehen es als reines Zufalls an. Wissenschaftlich matcht es sich irgendwo in der Mitte. Ich sage mal, grundsätzlich ist es aber immer das, was du draus machst. Ja, du hast ja sozusagen deine Werkzeugbank und wenn du mit der umgehen kannst, dann siehst du da auch mehr als andere. Das ist im Prinzip, kann man das auch ein Stück weit Intuition beim Trading nennen, was auch einen kleinen Unterschied macht zwischen erfolglos und erfolgsam sozusagen. Ja. Muss man ja auch sehen. Was ich hier gerade sehe, das ist die Linie, warum die nicht passen. Das waren Martin fragt gerade, ist das ein exponentieller oder ein Simple Moving Average? Also EMA, denke ich, ist das, oder? Aber SMA. Was ist? Ist das der Martin Nike, der da fragt? Nee, Martin Richter. Okay, ich kenne. Es sind ja einige Bekannte, glaube ich, hier auch eine Runde jetzt dabei von mir, weil da konnten ja heute Morgen einige nicht dabei sein, weil der Andrang eine Nummer zu groß war. Tatsächlich. Was ich gerade sagen wollte hier, das kommt daher, das ist von einer anderen Indikation. Ich glaube, das war ein Demo-Account von Metaquotes direkt, wo ich diese Linien da gezaubert habe. Ist natürlich auch klasse. Aber es ist jetzt ein SMA, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ist es jetzt ein SMA, ich habe es jetzt gar nicht verstanden, oder ist es ein EMA? Nee, ist ein SMA, ja. SMA, Simple Moving Average, also ganz einfach strukturiert, ja, okay. Mhm, genau. So, aber hier nochmal zurück zu der Long-Idee, weshalb, wieso, warum. Bin ich jetzt hier auf 30 Minuten. Also was er eben ganz oft macht und auch letztens nicht gemacht hat, nur eine Geschichte zu zeigen,
der hier oben, der ist zwar weit weg und steil, ja, aber das war zum Beispiel so eine Nummer hier knapp an der 1,7. Da hatte ich auch noch einen größeren Reisefahrplan gepostet für den Euro, für Short. Und er hat ja hier auch so einen Keil gemacht, den er nach unten hier durchbrochen hat. Ja. Also einmal hier ganz deutlich, ich versuche es mal größer zu machen, ohne dass der mich hier abhaut. Und einmal hier ganz deutlich. Wo sind wir? So, hier erstmal das Ganze ausgebaut und dann hier ganz deutlich durch. Ja. Und dann hier so ein typischer Fast-Back-Test und dann runter. Sauber. Dann ist er einfach nochmal reingelaufen, also hier auch mit komplett mit dem Strich durch, nochmal getestet und dann aber hier ganz sauber nochmal gebrochen. Also der hat mehrfach eine Rolle gespielt. Und mich würde fast wundern, wenn, wenn das Ding hier schon durch wäre oder wenn der nicht nochmal eine Rolle spielt. Und das gleiche Bild oder ein ähnliches Bild haben wir hier. Wie gesagt, das stimmt jetzt hier leider nicht so genau, weil das aus einer anderen Indikation stammt. Aber da haben wir halt auch so eine, genau so passt es doch. Hat auch so eine Geschichte. Also hier zum Beispiel, hier die beiden oder diese drei Punkte miteinander verbunden auch. Ja? So ein bärischer Keil, sauber durchschlagen, Backtest, runter, nochmal Backtest, runter. Und das sind natürlich so Bereiche, die werden einfach gerne nochmal angelaufen. Und da wäre ich halt auch gerne hingewiesen. Ich glaube, da lag auch vorhin meine Order. Und das passt eben auch wunderbar zusammen hier oben mit dem SMA 12 wiederum. Ja, auf Tagesbasis. Und das sind dann so Punkte, plus nochmal hier, was haben wir hier noch? Ein Wochenpivot, SMA 12 und der Keil, das ist so ein typischer Bereich, der dann auch gerne angelaufen wird, wenn halt News dann eben auch auf dem Plan stehen. Ja, und das funktioniert extrem oft, extrem gut. Ob man da jetzt da oben shortet, das ist, steht nochmal auf dem anderen Blatt, aber so als erstes Anlaufziel oder gerade bei Fake Breakouts, wie wir sie bei News ja oft haben, ne, also das sind genau solche Sachen, die dann halt passieren. Das heißt, geht erstmal in die vorherrschende Richtung hoch, übertreibt die ganze Geschichte und prallt dann halt an so einem Cluster ab und kommt dann wieder runter und geht wieder auf Anfang. Mhm. Und das kann man echt handeln. Also nur jetzt hier bei den News, ich meine, da ist ja einfach gar nichts passiert. Ja, es ist schade. Also wie gesagt, die ersten Anträge, die waren schon immer jetzt in den letzten Wochen, / Monaten sehr, sehr dünn. Also es ist ja nicht vergleichbar mit den Non-Farm-Paywalls. Das war früher wirklich mal anders. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da waren die ersten Anträge immer eine Vorindikation. Ja, das ist mittlerweile wirklich nur noch ein Hauch von irgendwas. Grunde genommen, aber Grüße hier vom Dennis soll ich dir ausrichten. Und auch nochmal ein anderer Martin und auch Martin Neik hat sich zu Wort gemeldet. Tatsächlich, Grüße auch an dieser Stelle. Tatsächlich einige von den Jungs, mit denen du auch zusammenarbeitest. Ich habe hier unten jetzt, Martin schreibt gerade den DAX, der ein Stück weit, ja genau, jetzt hast du den DAX nochmal in der Mitte bei dir zu sehen, da kommt jetzt noch ein bisschen Bewegung rein, aber Euro bewegt sich hier in so einer 2-3-Pip-Range, das ist natürlich der Knaller, da geht er irgendwie aktuell wirklich gar nichts, aber DAX hat da jetzt schon ein bisschen Movement wieder aufgebaut, an der theoretischen Flagge abgewiesen. Ja, aber das ist halt, das ist nichts irgendwie noch, ne? Das ist, ich bräuchte hier mal irgendwie entweder ein neues Hoch oder ein neues Tief, um da jetzt irgendwas Vernünftiges zu machen. Ich meine, man hätte es hier skypen können oder könnte das jetzt auch weiter skypen. Jetzt haben wir hier zum Beispiel halt Stundenpivot, ja. So, wenn ich jetzt unbedingt will, kann ich hier long gehen für 3 Punkte. Und na, das bringt ja nichts. Auf der anderen Seite hat er hier jetzt wieder halt an der Flagge, also an dem Keil hier steckt er jetzt wieder drunter. Das ist so, das braucht kein Mensch, ne? Also. Und hier auf der letzten Stunde ist er, jetzt bewegt er sich auch noch innerhalb der letzten Stunde. Und diese Stunde bewegt sich innerhalb der letzten Abwärtsbewegung. Da kannst du halt keine Entscheidung treffen. Also finde ich. Ne? Ja, da gebe ich dir recht. Das ist hier sieht man jetzt zum Beispiel das, was ich heute Morgen ja auch gesagt habe. Hier, zack, Reaktion auf den Tick. Ne? Das ist normal. Also, aber jetzt hier für einen Punkt, also das bringt nicht, ja jetzt nichts. Auch nicht der Sache wegen. Ja? Weil dann lieber, wie gesagt, noch ein Stück weit die Skills durchgehen, so generell so ein Stück weit auch. Ich meine, das ist eine Sache. Heute Morgen hatten wir wirklich den Fahrplan wie im Bilderbuch. Ja? Also ich muss immer noch sagen, der kleine Ausstopper hatte ich überhaupt nicht berührt. Ja? Das war einfach marktconfirm abgeholt. Du hast dann trotzdem nochmal nachgesetzt und eben nochmal auf die Bewegung spekuliert, die dann ja auch mit positiver Pyramide geradezu ideal anlief. Das war ja wirklich also par excellence. So muss das sein. Und jetzt eben hier ein bisschen weit zäh, keine neuen Tiefs, keine neuen Hochs, hält man sich einfach mal zurück. Aber so grundsätzlich für die Leute vielleicht auch interessant, was sind denn so die Zeiten, wo du dann sagst, da macht es Sinn für dich zu handeln? Also das European Opening, das haben wir heute ja schön eingefangen. Bist du dann jetzt vorbörslich auch bei den Amerikanern immer schon so 14 Uhr, 14.30 dran oder sagst du eher Nachmittag Luft relativ raus oder wie, einfach mal so von deinen Skills her? Also kannst du mal ein bisschen aus dem Lament also zählen. Vom
Also den DAO, den beachte ich tagsüber eigentlich gar nicht. Also das sieht man ja auch, ich habe ja gar keinen Chart auch auf. Ne? Also hier unten ist einer versteckt, da habe ich jetzt noch gar nicht drauf geguckt. Ich habe den nur hier oben dann halt, ich sehe nur die Zahl. So, da weiß ich, der war gestern irgendwie über 640 und ist jetzt irgendwo um die 20. Der bewegt sich ja nicht. Also ich meine, er ist heute dann irgendwie 20 Punkte, 25 gelaufen. Das kannst du ja nicht wirklich handeln. Und den gucke ich mir erst nachher an, also wirklich bei der Eröffnung. Oder halt eben dann auch tatsächlich erst am Abend, weil der hat ja auch so die Angewohnheit, dass er irgendwie zur Eröffnung erstmal eine Runde durchdreht und danach halt dann was ganz anderes macht. Und also den handle ich ungern direkt zur Eröffnung, den DAO. Also sehr, sehr ungern. Aber Und den. du Open Range Strategie, die du vom DAX auch was mit dem Oliver Schwab die Geschichte. So grundsätzlich gibt es ja für den S&P 500 Ähnliches. Macht der Olli das da eigentlich auch? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, also bei diversen Werten halt, ne? Also macht ja auch Sinn. Also es gibt diverse Werte, wo du die Open Range eben drauf anwenden kannst. Und aber ich habe die halt auch mal irgendwie so mal alles mal relativ easy oder jetzt mit überschaubaren Parametern mal gebacktestet. Also da kommt zum Beispiel beim, also wenn ich jetzt, also nicht die von Oliver, sondern eine ganz normale Open Range, die auch beim StereoTrader mit dabei ist, die jetzt keine besonderen Parameter hat, die ist übrigens auch im Quellcode dabei, das heißt, die kann man auch selber ändern, wurde ja, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Also man kann hier Plugins auch Klar, schieß selber mal los. programmieren Erzähl mal ein Stück. und es gibt auch einige dazu, die dann eben auch selbstständig handeln. Ja? Also man kann den voll automatisieren, wenn man das möchte und auch eben eigene, nicht nur Strategien definieren, sondern auch eigene Regeln zum Beispiel für Stop-Loss oder weiß der Kuckuck was. Also alles, was man hier sieht in dem Panel, kann ich halt grundsätzlich auch fernsteuern. Und entsprechend gibt es halt eine Open Range, die da auch mit dabei ist und die auch selbstständig handelt, wenn man das möchte. Und das kann man natürlich entsprechend auch durchs Backtesting schicken. Und da habe ich jetzt zum Beispiel auf normalem Wege ohne zusätzliche Filter kein Setting gefunden, wo ich sage, da läuft der Dow Jones irgendwie mit einem Open Range Breakout. Also mag sein, dass es da eins gibt. Mir ist keins bekannt, ehrlich gesagt. Na, Dow Jones ist eh so eine Geschichte. Erstmal ist es ein abstrakter Index. Ich sag mal, der S&P 500, auch unter Future-Gesichtspunkten, ist ja eh der, sowohl Kassa als auch der Future, ist ja eh das Richtschwert in den USA. Ja, ich meine, alle handeln den Dow als der den Dow Jones als Derivat, ja. Ist ja auch okay, aber ich sag mal, gut, der S&P hat auch nicht so eine große Range, hängt natürlich auch mit dem Punktestand zusammen, bewegt sich ein Stück weit zäher, ähnlich so eine Art Euro-Stocks, ja, aber ich sag mal, der S&P ist natürlich da wirklich das Aushängeschild für die USA, technisch gesehen. Und der Dow Jones ist ja auch von seiner Zusammensetzung und Gewichtung her ein Stück weit abstrus. Deswegen, aber okay, das Ding bewegt sich, und das ist ja das, was wir als Händler brauchen. Wir brauchen Bewegung am Markt, und jetzt kommt ja hier tatsächlich auch Bewegung rein, kurz vorm US-Opening. Ja, wir sehen, der Euro, der mustert sich wieder nach oben, und zwar recht anständig, und DAX geht genau. Das ist wieder die Korrelationsgeschichte, wo wir heute Morgen hatten. Mal mehr, mal weniger, aber das ist jetzt hier ein Spiegelbild. Negative Korrelation hoch 3, auf der einen Seite Long, auf der anderen Seite Short, zumindest von der Bewegung aktuell. Und jetzt geht es eben um die Wurst, ob neue Tiefs kommen. Das wird jetzt dann eben das, also Schrägstrich neue Hochs beim Euro, neue Tiefs beim DAX. Das ist jetzt die Gretchenfrage. Aber Aber. hängt, kommt gleich. Ah! Aber hängt hier jedes Ist Mal an dieser Linie rum, ne? Also das ist halt, das ist, also die Kerze ist natürlich schön, ne? Also wenn die so schließt und jetzt nicht nochmal hier mit einem riesen Doch darunter geht, die ist halt echt schon gut. Also komm. Ja, wenn man sich die Kerzen Ne? vergucken könnte, und da feuerst du gleich mal ab, sagst du. Was jetzt passiert? Hier hat irgendwas geklingelt. Woher kam das? Kam das von dir, Thorsten? Bei mir klingelt nichts. Bei mir klingelt Also auch ich war es nichts. Das nicht muss hier. von dir, das muss von dir gekommen sein. Also bei mir klingelt auch nichts. Dann habe ich irgendwo. Doch, war meins. Sorry. Ach, du Ich hast habe ja Geld. noch ein zweites Konto laufen, wo ich an der WM teilnehme. Und da hat er gerade die Position aufgestockt. Ach was. Ah, nee, das Geräusch war Geld verdient. Verdient Geld und weiß nichts davon, ne? Das ist schon Ja, das unglaublich. ist natürlich Da komme ein ich. hartes Brett, Thorsten, aber gut. Was ist WM-Strategie? Jetzt musst du uns das mal sagen. Was ist das? Genau hier Market rein jetzt. Ja, ich nehme an so einer Weltmeisterschaft, ja, an der Robbins-Weltmeisterschaft teil. Ach, da machst du mit. Ja. Warum erfahre ich das erst jetzt, Thorsten? Weil ich dich nie gefragt habe, ist klar. Ja, nein, Ergebnisse zählen. Okay. Und ich habe da gleich 1. oder 2. Januar bin ich, glaube, oder 3. Januar bin ich mit dem Konto gestartet, und
will da meine Strategie, meine Setups einfach mal sauber durchhandeln, ohne Experimente und so, so wie jetzt diese Euro-Position, die läuft da eben und will einfach mal sehen, ob es am Jahres. Und da war er wieder weg. Und da waren wir wieder weg, exakt. Ich glaube, wir müssen dem Thorsten mal Ersatzbatterien schenken. Was? Ich glaube, du brauchst mal Ersatzbatterien oder so, du bist immer wieder weg. Gerade wenn deine Stimme an Fahrt gewinnt, ja, und das Rauschen, das sanfte in unsere Ohrmuschel strömt, dann bist du immer weg, Thorsten. Ja, ja, das ist der Anekdotenfilter von, hier, von der Webinar-Software. Okay. Der war gut. Der war gut. Da muss man sagen, der war nicht schlecht. Der war wirklich nicht schlecht, der muss ich auch sagen. Sicherheitsabschaltung. Ja, war gut. Aber okay, du hast jetzt den Euro gefeuert wegen der starken, was ist das, 5-Minuten-Kerze, ja? Ja, ich meine, die also Kerze, weil er hier auch über das, wenn ich mich hätte einstoppen lassen, deswegen habe ich es jetzt manuell gemacht, dann wäre ich ja hier drüber nochmal reingegangen, also hier über diesen Hochs, und deswegen habe ich den jetzt manuell gegeben. So. Und Stop liegt jetzt erstmal hier drunter, wenn er jetzt nochmal runterkommt, dann gebe ich es auf, ja. Aber. Na, dann machen wir uns nichts vor, dann fehlt im Prinzip hier ganz klar das Momentum, der Drive. Ich meine, dann haben wir, dann ja. Ist es ein Rumgeplätschere, und dann haben wir wahrscheinlich die Fahrkarte gezogen, hier einen lauen und laschen US-Handel zu erleben, was ja durchaus vorkommt, aber da ist ja Zurückhaltung nicht schlecht. Ich meine, wenn du, Thorsten ist schon positioniert, ja, und du hast jetzt hier einfach nochmal aus berechtigtem Grund, ich meine, die eine 5-Minuten-Kerze umschließt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fast 10 Kerzen. Also da ist Volumen reingekommen. Ich sehe es auch bei meiner Währungsstärke, die ich immer so im Blick habe. Also der Euro ist wirklich extrem gerade unter den Währungstöpfen nachgefragt, und das könnte sich durchaus weiter fortsetzen. Also insofern war das jetzt mal rein vom Candle-Muster und vom Momentum her ein guter Ansatz, zumal wir auch noch genug Range nach oben haben. Also der ist eigentlich noch nicht fertig. Aber das ist eben das, was manchmal passiert. Da trocknet der Markt dann irgendwo aus, und wenn das Momentum weg ist, ich kann mich hier noch an Zeiten aus 2014 erinnern, wo der Euro Österreich am Tag sich 30 Pips bewegt hat. Thorsten, an der Stelle, da hast du doch den Euro damals auch schon gehandelt. Ich meine, ging da überhaupt was? Also ich weiß wirklich, dass der eine Tagesrange manchmal von 25 bis 30 Pips hatte. Da konnte man da prinzipiell nichts verdienen. Ein Höllejahr, das war 2014. Ja, wir hatten das früher, war das Standard. Ich sag mal 2007, 2008, als ich angefangen habe, den Euro zu handeln. Ich weiß nicht, da habe ich mit Euro Pfund habe ich mal versucht zu handeln. Die hatten 11 Pips Tagesrange. Ach. Und wenn der Euro US-Dollar mal am Tag 40 Punkte gemacht hat, haben wir schon gesagt, was für eine volatile Sau, geht ja gar nicht hier. Aber da haben wir natürlich mit anderen Stops, mit anderen Limits gearbeitet. Ne? Das war, ich glaube, da haben wir noch mit 4 Punkten Stops und 12 Punkten Limit gearbeitet. Also das war noch eine ganz andere Nummer. Aber das hier macht ja jetzt erst richtig Spaß. Ja, richtig. Die Bewegung ist gut. Und ja, und die Setups hier sind auch genau richtig. Mir ist das egal. Also ich bin hier, um Recht zu haben. Hauptsache ich bin klüger als Dirk. Der Rest ist mir völlig egal. Da kam die Preisseite wieder. Das ist schon als Ringrichter viel einfach, da Neutralität zu bewahren. Leben, ne? Ja, ihr merkt das schon. Ihr merkt das schon. Ja, okay, alright. Läuft ja wie gesagt an. Und jetzt hast du direkt nochmal nachgelegt. Nochmal ein Buy-Limit nach dem Motto, wenn Momentum, dann richtig. Dirk. Ja, klar. Okay, das ist wieder die positive Pyramide, die wir haben. Mein Ansatz immer mit deiner Seite erstmal starten und dann halt nachlegen. Ne? Also wie eben, ich kann ja ruhig zweimal irgendwie eine kleine Size irgendwie auch dann wegwerfen. Ja, das tut ja nicht so weh, wie wenn ich direkt komplett drin bin. Mhm. Nur so weiß ich auf jeden Fall, ich bin schon mal in der richtigen Richtung unterwegs. Ja. Das ist und übrigens, heißt natürlich auch, ist übrigens adaptierbar, egal welches Timeframe. Ja, das machst du jetzt hier im 5-Minuten-Chart, aber das ist natürlich auch für Tagestrader interessant. Die, ich sag mal, den perfekten Einstieg, also sag mal, das Low oder das High, das erwischst du eh niemals. Und wenn du es mal erwischt hast, dann ist es Glück, oder beziehungsweise da hast du echt eine gute Gunst gehabt. Im Grunde genommen ist es da so mit gestaffelten Einstiegen, dann idealerweise eben positiv pyramidisieren, schon ein richtiger Weg, um dann auf die volle Size zu kommen. Ne? Also dann sozusagen und dann bietest dir auch mehr Spielraum. Da bist du nicht auf solche fixen Nummern oder fixe Level da fixiert, sondern das ist auch taktisch gesehen keine schlechte Info, die du sozusagen hier transportierst, dass man so mit Teileinstiegen oder auch in eine Korrektur sich so gestaffelt einkauft, dass man einfach sagt, okay, versuchst einfach ein gutes Pricing zu erwischen, wenn es noch ein bisschen besser geht, okay, aber du hast im Vorfeld dein Risiko auch definiert, das ist ja wichtig. Ja, der Zeitpunkt ist auch immer ganz wichtig, ne? Also das habe ich natürlich hier im Blick, also wir haben jetzt hier eine 30-Minuten-Kerze, die fertig wird, und du hast immer die größten Bewegungen am Ende von 30 Minuten und einer Stunde. Und ich sag mal, so eine Geschichte jetzt um 5 Minuten nach halb zu machen, das macht, glaube ich, meines Erachtens keinen Sinn, ne? Also deswegen, das muss schon passen. Und ich habe ja auch vorhin, war auch auf 30 Minuten unterwegs,
Also wenn auch hier viel geredet wird, aber ich sehe da schon, was ich treibe. Nämlich er hat hier, was mich vorhin irritiert hat, dass er da eben noch drunter war. Und der Job von der Kerze ist es jetzt erstmal, hier über diesen Hochs abzuschließen. Mhm. Das heißt, selbst wenn der jetzt hier nochmal kurz runterkommt, das ist nicht schlimm. So, aber der muss jetzt erstmal nur hier drüber schließen, über der letzten Abwärtsbewegung, und dann ist diese rote Kerze sozusagen tot. Dann ist es okay. Das hat er jetzt auch gemacht, mhm. ja. Und das heißt, jetzt gibt es eigentlich keinen Grund mehr, warum das Ding nicht auch weiterlaufen sollte. Ja, stimmt. Also das ist jetzt halt wesentlich sicherer, weil damit ist das Ding hier ausgelöscht. Auf einer Stunde ist natürlich noch nichts passiert. Mhm. Um das auch nochmal kurz zu zeigen, da haben wir halt hier einfach nur so einen lustigen Shootingstar, und aber mehr auch nicht. Also übrigens, es steht ja auch, glaube ich, in jedem Lehrbuch, ne, so Shootingstar, irgendwie, da soll man Short gehen. Also ich bin eher der Meinung, das Gegenteil ist der Fall, weil das ist eher so eine Antenne mit einem Pfeilfilter, eigentlich nur da oben geht's hin. Und also sieht man ganz oft, ja, weil es heißt ja auch nichts, es heißt ja auch nur, hat ein neues Hoch gemacht, ja, das ist erstmal wesentlich aussagekräftiger als die Kerze an sich, dass die dann halt runtergekommen ist, okay, da haben wir halt oben ein paar verkauft, das heißt aber nicht, dass da oben nicht mehr weitergeht. Mhm. Das heißt, nur da oben ist ein Bereich erreicht worden, wo einige gesagt haben, okay, mehr wollte ich nicht. So, aber von der Tendenz ist es ja trotzdem long. So ein Shooting Star ist ja immer in der Long-Bewegung drin, mhm. und markiert eben nicht zwangsläufig dann auch das Ende von so einer Bewegung. Mhm. Das ist genau wie mit einem Hammer. Also Hammer, das ist Erstreaktion beim Hammer, also wenn ich einen Hammer unten habe an einem lokalen Tief, ist die Erstreaktion meistens wieder nach unten. Meistens. Also das ist gerade im DAX, das, was ja sowieso halt so Derivate belastetes Teil halt ist, dort genauso. Ne? Also das ist, weil halt, ich glaube, in jedem Lehrbuch steht, am Hammer gehst du long. Das erste, was der DAX macht, ist Short gehen am Hammer. Also DAX ist da eh ein eigenartiges Tierchen, aber es gibt da statistische Ausweitung, der Hammer bietet, aber man muss auch überlegen, wo kommt der Hammer? Kommt der, also lehrbuchmäßig muss er ja am Ende eines Abwärtstrendes oder eines Abwärtsimpulses oder auf jeden Fall in einer Korrektur irgendwo auftauchen, und da hat der statistisch schon einen, aber auf Aktienbasis und Tagesbasis bezogen, schon statistischen Vorteil. Dass man, ob man das jetzt auf dem Index transportieren kann und dann gerade im Intraday-Chart, das wage ich jetzt auch mal zu bezweifeln, aber wie gesagt, die Erscheinung der Kerze sagt ja mit den vier Dateninhalten, die so ein Candlestick hat, Open, Hello, Close, transportiert sie ja dennoch eine gewisse Information, ja, und insofern ist dann auch der Erfahrungswert immer entscheidend, wo man sagt, okay, wie interpretierst du das? Hast du die Kerze jetzt schon tausendmal gesehen, ein Hammer, der dich dann eben doch faked und nochmal neue Tiefs macht, ja, dann ist das ein Erfahrungswert, den du sozusagen dir angeeignet hast und den viele dann sozusagen gar nicht rausnehmen aus einem Lehrbuch oder sonst wo, weißt du? Ja, gerade eben DAX. Das. Ja, und da halt auch, ne, ein Verweis auf die Schnittstelle vom Stereotrader, da ist zum Beispiel halt auch ein Beispiel dabei, wo man halt relativ einfach genau diese Sachen testen kann. Ne? Also ein Hammer, Shooting Star, einfach durch einen Backtest mal schicken. Da kommt nichts bei raus, nichts. Auf den Index bezogen also, jetzt direkt, oder? Ja, egal. Also ich habe es jetzt im Euro nicht probiert, aber im DAX oder DAO kommt da einfach überhaupt nichts bei raus. Ja? Also nach dem Motto, wenn ich ein lokales Tief habe und der Hammer bildet das tiefste Tief aus und noch so ein paar andere Kriterien, die einfach Lehrbuch-like sind, kommt nichts bei raus. Mhm. Absolut nichts. Also eher Minus als Plus. Ja, das ist immer das die... Ist natürlich, ja. Ich wollte nur sagen, das ist natürlich, sag mal, so ein bisschen mein Vorteil, weil ich natürlich eben durch das Programmieren ja halt auch einfach ja, recht schnell eben solche statistischen Erhebungen ja machen kann, ja, wo ich das eben ja auch schnell mal testen kann. Wenn jemand sagt irgendwie, ja, Shooting Star, gehst du besser mal irgendwie short. Ja. Wie gesagt, das ist immer wieder, in welchem Brei rührst du, weißt du? Also hier, da gibt es ja den Thomas Bulkowski, heißt der, der hat ja da die Enzyklopädie der Candlesticks und Chartmuster rausgebracht. Der hat auch eine Website, die patternsite.com heißt das Ding. Und der hat ja die Candlestick-Muster, allerdings Tagesbasis-Aktien, ne? Hochliquide Werte aus den USA dann auch nur. Und da hat er schon so Muster, sag ich mal, statistisch ausgewertet, die dann tatsächlich einen positiven Bias auf der einen oder anderen Seite brachten. Das natürlich aber auf so ein Derivat umgemünzt. Oder jetzt den DAX als CFD oder gerade am Währungsmarkt. Also ich meine, wenn jetzt hier irgendwelche Big Banks da 10 Milliarden in die eine Währung stecken und die anderen, dann schauen die bestimmt nicht auf den Hammer unbedingt, der sich da irgendwo ausbildet. Die haben ganz andere Intentionen, zumal der Markt eben auch so riesig ist. Und gerade auch die Big Banks, also der reine Interbankenhandel, wo ja wirklich das Big Business abläuft, da in den x Nachkommastellen,
Das ist immer so eine Sache. Man versucht ja mit dem Chart mehr oder weniger eigentlich auch nur den Markt zu lesen, ja. Also eben dann zu erkennen, wo sind Widerstandsmuster und auf Wiederholung zu setzen und eben auch Erfahrungswerte. Das sollte man natürlich dann immer im ganzen Kontext sehen und nicht immer zum Beispiel, wie du schon sagst, nur auf den Hammer schwören, nur auf den Shooting Star oder nur auf das Dreieck oder die Flagge. Da gehört noch ein bisschen mehr dazu und das ist eben das, was so gerade das Trading auch sehr, sehr anspruchsvoll macht und wo man eben nicht innerhalb von 2, 3 Wochen jetzt hier zum Profi-Trader wird. Das ist eher ein Prozess von Monaten, eher noch viel mehr Jahren. Also eine richtige Ausbildung, die man da durchlebt. Du machst es selbst seit 20 Jahren ja mittlerweile. Ja, aber natürlich auch nicht ununterbrochen, ganz klar. Ne? Also okay. CFD ist jetzt auch eigentlich erst seit ein paar Jahren, aber ich sag mal, die ersten Gehversuche sind halt tatsächlich jetzt, sind sogar, glaube ich, 30 Jahre her. Und das war halt noch zu Zeiten, wo man dann per Telefonauftrag den Broker angerufen hat Wahnsinn. Und eine Order aufgegeben hat und 3 Tage später hat man dann die Bestätigung in der Post gehabt. Wahnsinn, Wahnsinn. Also was man da heutzutage gemacht unvorstellbar. Hat. Gerade für die jüngere Generation jetzt. Ich habe es Ende der 90er auch noch erlebt, muss ich sagen. Da saß ich da bei der Commerzbank drin und habe da auch tatsächlich so die Aufträge da erteilt. Das war wirklich unglaublich. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Also technologisch und auch jetzt gerade mit der Software ist ja jetzt auch der Retail-Kunde oder der kleine Privatanleger in der Lage, wirklich auf einem Level zu agieren, was, wie gesagt, vor 10 Jahren überhaupt, oder in dem Fall ja sogar schon vor 20 Jahren, überhaupt nicht vorstellbar war. Ja, also das ist ein Know-how, die Realtime-Kurse. Was denkst du, was früher so ein Datenfeed gekostet hat, damit du alle Stunde mal einen aktuellen Kurs gekriegt hast? Das ist einfach was, wo ich sage, heute kriegst du es hier um die Ohren gehauen. Gerade Forex ist ja auch ein Markt, der sowieso noch relativ jung für den Retail-Bereich ist. Aber das ist natürlich hochinteressantes Spektrum. Und die Möglichkeiten, die du dann sozusagen adaptiert hast, dir eine Software, um das Ganze noch zu bauen, ist natürlich noch stärker. Was hast du denn da jetzt eigentlich gerade auf dem Schirm? Den US-Cash, das sagst du, den 30er, den Dow Jones in dem Fall. Genau, den habe ich hier auch mal kurz aufgemacht, um zu gucken, was der überhaupt treibt. Und bewegt sich aber auch jetzt erstmal nur eine Range von gestern. Mehr ist da jetzt auch irgendwie nicht passiert. Und kann man nicht immer zeigen. Also der hat hier oben noch ein Gap auf. Ja, wird ja auch hier angezeigt, Future Close war entsprechend hier oben und hier die Öffnung hat er mal kurz angetestet und unten ist eben aber auch noch ein Gap, ja, also das ist noch ein Kassa-Gap. Das heißt, da ist jetzt gut möglich, dass er halt mal Lust hat, irgendwie das Gap da ist, unten zu schließen, wobei das alles keine Range ist, ja, also ich meine, so ein Dow, der läuft ja auch, wenn der irgendwie gut drauf ist, dann läuft der auch 200 Punkte am Tag oder 300. Und das hier ist das ja alles irgendwie nichts mehr, auch gestern ist da nicht viel, also das ist mittlerweile, merkt man da halt auch, dass die Luft langsam dünn wird. Ne? Also wenn man sich da mal anguckt, wie der da gestern sich da hochgeschleppt hat, ja, und dann Hauptsache irgendwie nachbörstig nochmal irgendwie ein neues Jahreshoch. Aber wenn man hier die Kerzen mal zählt, das sind Stundenkerzen, ja. Also hier der erste Anlauf auf die 20.600. Eine Stunde, 2, 3, 4, 5, 6 Stunden hat er gebraucht, um letzten Endes hier dann irgendwie 30 Punkte dann wirklich zu überwinden. Und das ist nicht mehr typisch Dow. Also das, da ist kein Bums mehr dahinter. Ne? Und man spricht ja sonst vom Sommerloch, das ist ja fast das Winterloch. Bitte was? Man spricht ja sonst vom Sommerloch, das ist ja fast das Winterloch. Ja, ja, also klar, ne? Ich meine, die Käufer, das sieht halt wirklich so aus, also zumindest mal, wenn man das auf der Warte betrachtet, das geht da langsam wirklich die Luft aus. Ne? Und die Dynamik war da schon eine ganz andere. Aber hier 6 Stunden für 30 Punkte, um die dann nachhaltig dann auch endgültig mit einer Stundenkerze zu überwinden, das spricht nicht mehr für sonderlich viel Aufwärtsdynamik. Also ich meine, ich traue dem trotzdem zu, ja, dass der halt noch irgendwie auf die 21.000 läuft oder vielleicht läuft er auf 25.000. Wer weiß das schon, ja. Ja, langfristig aber ganz halt sicher. Also ich sag mal, da könnte jetzt selbst eine große Korrektur von 20% kommen. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich glaube jetzt auch, das habe ich auch in einem anderen Webinar gesagt, ich glaube, dass in 5 Jahren der DAX bei plus 20.000 Punkten steht, ist wahrscheinlicher, als dass er bei 5 steht. Ja, das, aber wir sind im kapitalistischen Prinzip des Wachstums der dynamischen Zahlen und ja, also der DAX wird nicht unter Null fallen und ich sag mal, wenn man sich die großen Big Indizes anschaut, ich meine gut, Nikkei, ja, in Japan ist da eine andere Hausnummer. Sicherlich gibt es auch Kontinente bzw. Regionen auf der Welt, die dann sicherlich in eine andere Richtung blasen, aber nach aktuellem, gerade US-amerikanisches Zugpferd des Kapitalismus, der S&P wird da oder auch Dow Jones, Schrägstrich, der DAX in seinem Schlepptau, wird da eigentlich weiter wachsen. Ja, da müsste schon was ganz Großes passieren, damit sich das irgendwie. Aber wir haben auch immer wieder Korrekturjahre. Ich hatte erst Anfang des Monats ein Webinar zu zyklischen Geschichten, saisonalem Trading. Theoretisch ist eine Korrektur seit 2
zwischen 2014 und 2016 hätte eigentlich mal eine größere Marktkorrektur, sondern in einem 7-8-Jahres-Zyklus, Ja, der denn, wir hatten die finde ich schon Dotcom-Blase, deutlich wir hatten die genau. Finanzmarktkrise und wenn man das so ein bisschen zurückdatiert bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts, also 1930 zurück, ja, dann hat man tatsächlich die Erfahrungswerte, dass es im zyklischen Schnitt tatsächlich alle 7 bis 8 Jahre zu einer größeren Korrektur kam. Und ja, bislang steht die aus, ja. Und vielleicht kommt sie mit Verzögerung oder sie kommt vielleicht gar nicht, ja. Sowas kann es auch geben, dass wir dann einfach mal 16 Jahre nach oben durchsteigen. Aber ihr dürft es ja nicht vergessen, liebe Leute, seit 2009, seit wir die Märztiefs da gemacht haben, also im Zuge der Finanzmarktkrise, haben wir ja einen Rallye-Modus, ja. 2011 gab es nochmal eine kleine Korrektur, aber das war nicht der Rede wert. Aber die Märkte laufen ja jetzt hier in Richtung All-Time-High. Der DAX zwar noch nicht, aber die Amis, die legen es ja vor, ne? Ja, deswegen, das ist, ja, aber irgendwann ist halt mal gut, ne? Also, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man jetzt hier short gehen muss im Dow, aber die Dynamik lässt nach, ne? Also, das sieht man jetzt hier, ich habe es ja gerade mal aufgemacht, schon mit bloßem Auge, ja? Also, hier die Länge der Stundenkerzen, die nimmt einfach ab. Und es werden immer mehr für immer kleinere Ziele. Und das spricht schon langsam dafür, dass da demnächst was Größeres kommen sollte, was sich dann nach unten bewegt. Als nach oben. Auch hier zum Beispiel, auch wenn es jetzt hier nur heute im Laufe des Tages war, ja, aber es wird langsam röter, so in den Bereichen. Und Du, ich es wird habe langsam eng. zwei Fragen noch direkt drin. Und zwar also einmal von der Marie, das erstmal wieder eine Dame, sehr, sehr gut, dass wir hier, wie gesagt, auch die weibliche Anteilschaft hier hochhalten können. Also wie gesagt, heute Morgen hatten wir da auch den einen oder anderen Zulauf, wirklich wunderbar. Marie fragt, mit was fängt man denn an? Programmieren, Backtesting oder also was wäre die Frage, Marie, vielleicht nochmal spezifizieren, direkt vom Trading jetzt her oder um eine Strategie zu finden? Das wäre jetzt nochmal ganz wichtig. Das können wir dann definitiv nochmal aufnehmen. Also wichtig wäre erstmal, sich selbst zu finden, was liegt einem, was kann man überhaupt machen, was für zeitliche Ressourcen hat man und dann da vielleicht ableitend drauf, ein Setup zu finden, was man dann theoretisch erstmal backtestet, ob es überhaupt einen positiven Erwartungswert hat. Ja, wenn man das backtesten kann, Schrägstrich programmieren kann, um das sozusagen auch backtesten zu können, dann ist das eine gute Ausgangsbasis, um daraufhin dann mit einem scharfen Konto zu starten. Ja, aber man sollte jetzt hier nicht blindlings mit einem Echtgeldkonto hier loslegen, ohne Strategie oder Setup oder überhaupt zu wissen, was liegt mir überhaupt, weil das kann am Ende eben nur im Scheitern ja, enden. Und das ist dann auch leider in der Masse der Fälle der Fall, weil die Leute eben nur zocken wollen. Ja, schnelle Geld und das eben möglichst ohne Umwege. Also da habe ich, glaube ich, auch eine passende Antwort. Schieß los. Wie fängt man an? Der Stereotrader bietet zum Beispiel die Möglichkeit, in der Historie zu handeln. Ja? Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, Sehr. okay, lass mir den DAX laufen von, was weiß ich, jetzt letztes Jahr November bis jetzt und kann dann halt tatsächlich in der Historie mit bewegten Kerzen handeln. Also ich muss da nicht irgendwie aufs Papier gucken und Sehr mich gut. da auf Theorie verlassen und muss da auch nicht wochenlang warten, bis der sich mal bewegt. Ich meine, es gibt ja mal Tage, da bewegt sich nichts, sondern dann kann man sich ja wirklich mal hinsetzen, sich mal ein Wochenende Zeit nehmen und handelt einfach mal ein paar Wochen durch. Und dann kann man natürlich auch damit sehr einfach dann auch ausprobieren, ob die eigene Strategie funktioniert oder auch nicht. Und zwar ohne, dass man eben programmiert. Und das ist auch so eine Geschichte, die findet man in keiner CFD-Software. Also wobei ich halt auch sage, das ist doch eigentlich so, das muss es doch können. Ja, also ich meine, Demokonto ist ja alles gut und schön, dauert aber halt auch ewig, ne? Das ist klar. Und so kann man eben dann auch ganz schnell mal Dinge ausprobieren, von denen man meint, dass man die beobachtet hat, dass das im Markt halt immer so ist. Wie zum Beispiel, wo ich vorhin gerade gesagt habe, an einem Hammer eher short als long, einfach probieren. Ja, also einfach mal irgendwie starten und dann mal gucken, was da passiert. Kann man Aber ja machen. Dirk, sensationeller Einwurf, ja, sensationell. Also das Demo-Trading in einem historischen Backlauf, so als wäre es eben real, ist wirklich ein ganz, ganz tolles Feature, wo ich wirklich sage, gebe ich dir recht, warum gibt es das wahrscheinlich nicht? Weil die klassische Brokerbranche nicht daran interessiert ist, dass die Marktteilnehmer gewinnen. Ja, es Richtig. wäre eine Erklärung. Weil du definitiv deine Skills und man muss ja Wiederholungseffekte in sich schulen, ja, man muss das duplizieren können. Das macht ja Dirk auch jeden Tag. Und das musst du erlernen. Und das am besten eben mit einer Geschichte, wo du das theoretisch durchspielst. Deswegen klar, Riesengimmick. Die historische hatte ich jetzt gar nicht mehr auf der Pfanne. Natürlich, das historische Trading, das ist wirklich ein Riesenfeature, um sich sozusagen tatsächlich am Wochenende, wenn man mal frei hat oder im Urlaub, das sozusagen wirklich zu konditionieren, wie trade ich den Markt, ja? Und dann eben auch nicht reales Geld, reales Risiko und das ist sehr, sehr gut auf jeden Fall. Aber jetzt hat Marie das nochmal spezifiziert.
Sie möchte in einem Quellcode die eigenen Bedingungen definieren, historisch handeln, genau, allerdings kenne ich Metatrader 4 noch nicht so gut und weiß nicht, wie er rangehen muss. Da wäre es auf jeden Fall sinnvoll, ja, sich vielleicht direkt mal mit dem Dirk kurz zu schließen. MQL ist übrigens die Genau. Programmiersprache. Marie, da Genau, ist die vielleicht, Basis, ne? genau. Also MQL ist die Basis, aber normales MQL, womit man ja den MetaTrader programmiert, das ist schon, wenn man das richtig machen will, schon Hardcore. Und das hier ist halt ein Level höher angesetzt, das heißt, der Code ist wesentlich leichter lesbar. Und vielleicht jetzt, ich sag mal, als Programmierlaie wird man trotzdem irgendwie nicht so richtig verstehen, was da los ist. Aber es ist halt ein wahnsinnig leicht lesbarer Code. Ja? Also das ist überhaupt kein Vergleich mit dem, was man normalerweise aus MQL kennt. Und die API gibt es dazu, das gibt es auch alles kostenlos. Auf der Homepage kann man das alles runterladen. Und da gibt es auch eine Beschreibung dazu und eine Bibliothek, die dazu gehört und Dann eben mit den stell die ganzen Homepage mal Funktionen, die rein dazu oder gehören. Marie, dann nimm direkt mal mit dem Dirk nochmal Kontakt auf. Das ist auf jeden Fall überhaupt kein Thema. Ich denke, da kann man eine Schnittstelle finden, gerade wenn das Interesse da ist, auf jeden Fall. Aber da, wie gesagt, Training macht da ein Meister und das ist auf jeden Fall der richtige Ansatz. Genau. Noch eine Frage Aber zum für die. Stereo-Trader vielleicht. JD fragt nämlich hier, und zwar der Future Close, bezieht er sich auf den Punktwert im CFD zu der Uhrzeit, an der der Future schließt, oder ist es ratsam, die Realtime-Future-Daten auch irgendwo zu abonnieren? Nee, also was heißt die Realtime-Daten? Ich meine, der geht natürlich hin. Also generell ist es so, der orientiert sich jetzt nicht an Tageskerzen oder so, sondern die Uhrzeit wird hier schon ausgelesen und es wird auch vor allen Dingen, da sage ich gleich noch was dazu, es wird halt auch die tatsächliche Zeit genommen. Das heißt, hier oben ist dann tatsächlich wirklich auch eben die 22-Uhr-Marke, beziehungsweise halt, muss aber hier beim Kassaschluss, bin ich denn hier? Im Dings, ja genau. Das ist dann halt wirklich auch schon die richtige Uhrzeit oder hier im DAX, um das dort mal zu zeigen. Wo sind wir hier oben? Ich schalte das mal eben ein. Ja, hier oben, das ist dann halt Stock Market Close, steht da dran. Das ist dann tatsächlich auch 16:30 Uhr. Ja. Und genauso, wenn ich jetzt sage, wir Future Close, wo haben wir den? Hier irgendwo in dem Bereich. Ne, der war doch höher gestern, ne? Mal gucken, wo ist der hingerutscht? Und das ist dann halt dementsprechend immer umgerechnet, das ist jetzt die vom Vortag, ist immer umgerechnet auf die konkrete Uhrzeit. Genauso wie Kassa halt, ist dann entsprechend auch 9 Uhr und bezieht sich nicht auf die Tageskerzen. Also das sollte schon insgesamt passen. Und auch das Plugin, was ich da vorhin gezeigt habe, das kann man übrigens auch separat alles runterladen. Also dieses STX30, was die Sachen ja genauso nochmal anzeigt und nochmal ein bisschen erweitert, nämlich eben auch historisch. Ja, hier sieht man die Open Range dann zum Beispiel auch von den letzten Tagen. Und hier kann ich dann genauso gut die Zeiten, also wenn ich hier zum Beispiel sage Prices, ja, da sieht man, die werden ein- und ausgeblendet. Ich mache mal hier ein bisschen was anderes. Die werden ein- und ausgeblendet, dann eben auch historisch. Ne? Nur wenn man das alles einblendet, dann wird man halt blind. Ja? Dann sieht es ganz schnell auch mal so aus. Das sind die ganzen Stundenpivots jetzt zum Beispiel. Ja? Ja, dann kann man sich natürlich dann durchwühlen, gucken, hat das gepasst. Und deswegen kann man das hier alles per Knopfdruck eben entsprechend abschalten. Übrigens, für die Frage von der Marie war das, glaube ich, das ist dieses Teil da unten, das ist übrigens auch mit der API gemacht. Mit der Programmierschnittstelle vom Stereo Trader. Es sieht dann auch ein bisschen, wie man sieht, ein bisschen eleganter aus. Man hat auch hier Knöpfe, auf denen man rumdrücken kann und das kann man alles damit machen. Also auch, dass man entsprechend hier so in Echtzeit dann auch Veränderungen vornehmen kann. Ja? Und das geht normalerweise so nämlich mit dem MetaTrader auch nicht. Und da gehen auch ganz, ganz andere Sachen damit, die noch wesentlich komplexer sind und wirklich auch richtig was können. Ja, ist ein So, jetzt haben wir riesiges hier Setup. Bewegung. Euro, wie gesagt, schon Richtung Tageshoch. Fehlen eben nur noch 2 Pips, dann haben wir es endlich. Ja. Spannend und insofern auch dann, sage ich mal, die Zeit gut überbrückt und mal sehen, ob er eben jetzt hier dann wirklich noch zu den Levels da läuft, wo du dann auch im Chart schon seit heute Morgen so ein Stück weit anvisiert hast, ob die Kraft sozusagen reicht. Und da wollte ich schon sagen, der DAX dementsprechend auch wieder im Umkehrmodus, ne? Also die Korrelation heute wirklich Ja. extrem gut, extrem gut. Sieht man auch nicht alle Ja, Tage. aber es ist mir halt echt zu viel Larifari hier. Also auch wenn er es jetzt macht, soll er es machen. Ich bin hier jetzt erstmal im Euro unterwegs. Und auch wenn jetzt vorhin der Short, wenn der auch jetzt, ich sag mal, noch gelaufen wäre, aber das ist mir dann auch nicht sauber genug. Dann gucke ich mir lieber was an, was sauber ist. Und das ist jetzt aktuell hier der Euro. Und das ist dann halt auch wirklich eine Sache, die man machen kann, weil der soll hier mal raus. So, dann kann man sich irgendwie halt nochmal irgendwie angucken, okay, wie geht's weiter?
Weil das hier, dieses Geschiebe da, das von 15 Punkten jetzt seit Stunden, also das ist ja halt echt nicht zum Aushalten. Ne? Von der Range her kann er noch bis 1,067 steigen, also von der Daily Range, dann hätte er seine 71 Pips absolviert, dann wäre er auch sozusagen am Tageslimit 1,067. Die Frage, die Almir gerade stellt, stellt ja, guck mal, das ist genau der Bereich hier, lustigerweise, ne, den ich vorhin markiert habe, ach, als Target. Gut. Sehr gut, sehr gut. Also das wäre so die Range, dann hat das eigentlich, manchmal schießt er noch 10 Pips drüber, aber es wäre ein technisch-theoretisches Ziel. Der Almir fragt aber noch, wo ist noch die Shortmark im Euro? Hat er heute früh verpasst. Hast du da eine die Shortmark im Euro? Mhm. So die Frage, ja. Ich war noch nicht short im Euro heute. Nee, deswegen, also da, eher Long Bias war heute tatsächlich ausgerichtet. Du hattest überlegt, den mal zu short zu gehen nach den News vorhin, oder es war zumindest kurz mal ein Thema, aber nicht nee, wirklich die Intention. Nee, eigentlich nicht wirklich. Also den Euro habe ich heute auch eigentlich long auf dem Schirm gehabt. Ich habe ja nur, ich bin ja auch nur auf der Suche nach long eingestiegen gewesen. Also Short eigentlich gar nicht. Also DAX Short, ja. Der ja. Der ja, genau. Ansonsten die Frage, was kostet der Stereo Trader, kommt von Bernhard und Thorsten, kurz beantworte ich vorab. Ja, JFD wird den Future-Handel einführen mit den Optionshandel. Da sind wir noch nicht ganz sicher, aber die Future-Geschichte, also Future, direkte Index-Future werden kommen, genau wie eben auch Real Assets in Form von richtigen Aktien. Das ist genau das, der nächste Step, den wir machen, um sozusagen uns die Produktpalette einfach auch für euch weiter zu stricken und neben dem aggressiven Trading dann möglicherweise auch dann Aktien zu handeln, Buy and Hold, whatever, da kann man sich dann aussuchen, oder aber auch Stereo Trader, zum Beispiel in den USA ganz beliebt, Gap Trading, ja. Also US-Aktien, aber da muss man auch sagen, welche Aktien. Ne? Also ich meine, die Frage ist wieder mit dem Kursfeed, wie viele Aktien holt man rein? Ich meine, den Russell 5000 oder 3000 ist die Frage eben, ob man die Aktien alle braucht, aber sicherlich erstmal alle großen Aktien, die nennenswerten, die liquidesten Titel werden wir da auch mit reinholen und das wird sich dann so auf jeden Fall weiter ausbauen. Also da, wie gesagt, wird noch eine große Entwicklung folgen, dürft ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Ansonsten jetzt hier erstmal eine gute Ergänzung dann in jedem Falle gegen oder neben dem ETF, FX und CFD-Handel, den wir ja jetzt schon haben. Okay, und DAX jetzt auf dem Weg zum neuen Tagestief. So sieht's mal aus. Jo, so sieht's aus, ne? Würdest du es kaufen? Verkaufen vielmehr. Bitte was? Würdest du das verkaufen jetzt, das neue Tief? Ich meine, ein bisschen Range haben wir ja noch nach unten. Aber da du in einem Euro long bist, ist das eben die Frage. Da brauchst du ja so ein bisschen Klumpenrisiko auf, ne? Wenn du jetzt, sagen wir mal, das... jetzt also mir ist der DAX zu zäh, ehrlich gesagt. Auch wenn er jetzt hier ja irgendwie das zu machen scheint, was er irgendwie die ganze Zeit schon andeutet, aber es ist echt zäh. Ne? Na, Thorsten reibt sich auf jeden Fall die Finger, das steht fest. Ja, und das sicher, das ist halt so ein Warnerbereich. Ich habe ja heute Morgen zwar selber noch irgendwo, zwar nicht hier, sondern dann eben noch in Facebook die 46 da angesagt, dass er da mal hin will. Mhm. Aber eigentlich ist das nur Pillepalle. Also, und dass der da jetzt irgendwie schon zum 1, 2, 3, 4. Mal jetzt da rumkaspert. Also weiß ich nicht, was das soll. Also von daher, auch wenn er es jetzt macht, das ist jetzt egal. Ich gucke jetzt hier mal an, was der Euro treibt. Weil nicht, dass er nachher nochmal so ein blöder Innenstab dabei rauskommt. Ne? Und hier sieht man es ja, hier zum Thema Hammer. So, haben wir doch hier ein Lebenbeispiel. Ein Lebenbeispiel. Ja. Na gut, ein Hammer im Stundenschart, was macht er? Geht runter. Gut, der ist natürlich nicht schön, ne? Der Körper muss natürlich tiefer sitzen, ne? Aber vom Prinzip her ist das wirklich nichtsdestotrotz egal, wo das Ding sitzt, ganz oft so. Das ist halt so, der Euro, guck an. Schöner Lauf. Der DAX steht einfach nur auf der Stelle. So, jetzt haben wir auch schon den kleinen Loser da vorhin wieder ausgebügelt, siehst du. Hartnäckigkeit macht sich eben auch immer wieder bezahlt. Na, du musst doch dem vertrauen. Morgen im DAX ja genauso gesehen. Ne? Lieber irgendwie einmal zu früh raus, also lieber im Verlust ausstoppen lassen, von mir aus auch zweimal. Aber halt dann irgendwie heulend in die Ecke setzen und den Handel einstellen, das hilft dann meines Erachtens auch nicht weiter. Ja, weil ein Plan ist ja nicht direkt deswegen schlecht, nur weil ich mal kurz irgendwie, weil er nicht sofort läuft. Ja, also exakt. Das ist, deswegen muss man nicht gleich seinen ganzen Plan über den Haufen werfen. Man darf sich halt nur nicht davon beeindrucken lassen, wenn man dann halt einen User aufgekotzt hat. Das macht doch nichts. Das gehört halt dazu. Und das ist ja auch nur dazu da, um den Verlust zu begrenzen. Also hier ja vorhin genau das gleiche in Grün, ja. Was weiß denn ich, ob der nicht noch irgendwie nochmal die Biege darunter macht? Das wollte ich halt nicht riskieren. Also sage ich dann doch lieber, okay, ich mache hier einen kleinen Loss an der Stelle von irgendwie 20 Euro und dann ist doch gut. Ja, und dann gehe ich lieber eine Nummer höher nochmal rein, wenn sich das Bild ein bisschen aufklart. Und
finde ich 100-mal sinnvoller, ja, als da jetzt irgendwie an der Position festzuhalten, als wäre man damit verheiratet. Absolut. So, hier, also das hat er gemacht, der DAX, einen Punkt bisher. Ach, jetzt kommt ein bisschen was. Ja, immerhin. Ja, jetzt kommt er aber tatsächlich, jetzt dank der Amis, muss man wirklich sagen, kommt da jetzt wenigstens auch Bewegung. Und das war wieder so das Notwendige. Ja? Also seit der Mittagszeit, du siehst es ja mit der theoretischen Flagge da dümpelten wir da so ein bisschen umher. Und jetzt kommt hier schönes Momentum rein. Das ist nichts Ungewöhnliches. Also das ist auch tatsächlich immer interessant, so die Opening-Zeiten. Wobei man sagt immer... Das ist immer noch nicht viel, ne? Also wir reden hier gerade über 4 Punkte, die jetzt gelaufen sind. Sieht ne? Das größer ist aus, nix. Als es ist, ja. Sieht größer aus, als es nix. Ist, das stimmt. Also... Das, und wenn man dann hat, das hat ja auch immer so ein Rechending, ja. Also ich meine, ich habe hier ein Spread von einem Punkt und er läuft dann 4. Meine Güte, ne? Das kannst du ja nicht wirklich handeln. Also wenn ich jetzt hier per Stop reingegangen wäre, dann das passiert ja nichts. Gut, wenn er jetzt mal irgendwo 20 fällt, dann ist okay. Und wenn ich das vergleiche halt hier mit dem Euro, ja, da habe ich jetzt irgendwie ein Spread von 0,2, 0,1. Gut, da kommt noch ein bisschen Commission mit drauf. Mhm. Aber das ist doch handelbar, ja. Das ist doch ein ganz anderes Preis-Leistungs-, Kosten-Nutzen-Verhältnis, was ich hier habe. Und deswegen bin ich da halt hier auch jetzt ein bisschen zurückhaltend, weil ist mir nicht groß genug. Nee, das ist ja das, wo wir auch mit Thorsten vorhin hatten, ne? Wenn die Volatilität zurückgeht, also das ist wirklich ganz, ganz bitterlich. Natürlich brauchen wir Bewegung und Price-Action und eben, wenn wir keine Wolle haben, dann bringst du gar nichts. Aber das hat es unter der Woche immer mal an mehreren Tagen teilweise, wo es dann buchstäblich austrocknet. Der Robert fragt gerade, stimmt, das muss ich vorhin überklickt haben, kann jemand was zur Software Pro Realtime sagen? Na gut, das ist... eine Software, mit der wir jetzt nicht direkt arbeiten. Ich hatte sie früher auch mal kurz im Beschlag. Tatsache ist, MetaTrader selbst ist rein von dem Charting her jetzt nun wirklich eine Plattform, die ist schon sehr oldschool. Ja. Also da kannst du jetzt nicht wirklich... Wollte ich gerade sagen. Ne? Ja, also zum Charting sollte es wohl gut sein. Also wir haben auch hier ein paar Leute, weiß ich jetzt hier auch mit dabei, die das zum Charting verwenden. Mhm. Aber zum Handeln jetzt im Vergleich hier zum StereoTrader keine Chance. Genau, das ist... Da ist das StereoTrader ein Riesen-Upgrade. Zum Charting denke ich auch, wie gesagt, wir bei uns, wenn du sagst nach Plattform, wir haben ja Guidance angeschlossen vom Börse Go, da kannst du aus Guidance auch raus handeln, natürlich nicht mit solchen Add-ons, wie das StereoTrader hier verpackt, gerade im Intraday-Handel, Pullback-Orders-Geschichten, das ist natürlich ein ganz anderes Special, aber in Guidance kannst du hervorragend Charting betreiben und hast auch die Broker-Schnittstelle zu uns, ja. Martin, an der Stelle kannst du das auf jeden Fall, Robert, an der Stelle kannst du dir das auf jeden Fall mal anschauen. Und wie gesagt, der Agena Trader wird kommen und auch der MetaTrader 5, die sind alles, das sind wirklich dann schon charttechnische Endlösungen, wobei der Agena Trader auch so ein Stück weit halbdiskretionär automatisiert arbeitet. Nichtsdestotrotz, die Produktpalette wird da erweitert und Pro Realtime als Charting-Tool definitiv schon ein langes Standing. Ich glaube, das Ding ist ja auch, ist das Flash oder, also auf jeden Fall webbasierend auch. Ja, das ist natürlich auch immer, also ich bin, ist natürlich immer Geschmackssache, ne? Also ich komme da nicht mehr klar, weil so die Performance lässt halt, also ist zumindest meine Erfahrung, dass mit allem, was irgendwie webbasiert ist, ist die Performance halt einfach überschaubar, ne? Also gerade wenn dann noch irgendwie Programmierung dazu kommt, weil der ist ja auch automatisierbar, soweit ich weiß, und das ist halt alles, das läuft dann noch irgendwie wie ein Sack Muscheln alles, ne? Mhm. Das ist halt so das Ding, ne? Und ich finde halt, also gerade halt, gut, jetzt haben wir halt heute hier nicht so viel gesehen, von wegen News, schnellen Bewegungen. Aber da geht es halt echt einfach um die Performance. Also ist natürlich auch eine Frage vom persönlichen Handelsstil, wenn man halt Positionen aufmacht, die dann irgendwie mehrere Tage dann laufen. Richtig. Und dann braucht man sowas nicht, ja. Das ist ja ganz klar. Also genau. Da kann ich noch so Erfinder von der Software hier sein, da sage ich aber auch, ja, du, die Frage, brauchst du das dann halt wirklich, ja? Nur bei jemand, der wirklich den DAX Intraday handelt oder was weiß ich, Euro oder keine Ahnung was, ja, da sage ich aber auch, du wirst nichts finden, womit du schneller bist, womit du schneller, effektiver und genauer bist als die Software. Also das hängt wirklich davon ab, was man handelt. Ja, da ist die Frage zu klären, genau, vollkommen richtig. Was willst du eigentlich? Was erwartest du vom Markt? Und die erste Frage, die auch gestellt wird, was für Möglichkeiten hast du überhaupt? Ja? Kannst du überhaupt jeden Tag den Markt covern im 5-Minuten-Chart oder so? Oder geht das nur an einem Tag in der Woche? Dann kann man da schon mal einen Haken dran machen, weil dann ist das vielleicht ein Tag, wo du keine Wolle hast. Also wenn du da nicht die Duplizierbarkeit in einer gewissen Regelmäßigkeit hast, dann muss man sich einfach in höhere Timeframes begeben. Und dann, klar, wenn du auf Tagesbasis trades, dann reicht der Close, ja, der Daily Close, guckst du einmal am Tag drauf und
machst klassisches Aktientrading oder auch Swing Trading mit dem DAX, wie auch immer. Aber da gibt es, wie gesagt, viele, viele Möglichkeiten. Aber Swing Trader ist halt wirklich gerade für den Intraday-Bereich und eben für eine Abnahme vieler Einstellungen. Es ist ja auch, ihr seht es ja an dem schwarzen Panel, mit vielen Besonderheiten, Zuschaltungen und Einstellungsmöglichkeiten versehen, aber auch einer statistischen Auswertung. Also das ist schon ein sehr komplexes Paket, mit dem man sich auch beschäftigen muss, was aber unterm Strich dann, wenn man es eben dann mal geschluckt hat, ich meine, Thorsten Helbig, den wir vorhin ja auch da zu Worte kamen lassen, es schwört ja jetzt auch drauf. Er hat seinen Handel definitiv auch positiv beeinflusst, weil eben vieles einfacher geht mit so einer Unterstützung, sage ich mal, mit so einer Softwarelösung. Ja, also es ist halt einfach etliches, ja, also allein schon hier zum Beispiel die ganzen Exit-Strategien, die ich halt hier definieren kann. Ja, ich kann zum Beispiel sagen, halt der Trade, also jetzt nicht nur von wegen Punkte, Stop-Loss und Take-Profit, sondern ich kann auch sagen, hier prozentual zum Beispiel auf die Equity bezogen. Ja, darf der Trade irgendwie so und so viel von der Equity verspülen oder halt bei maximal so und so viel halt ist das Ding klarzustellen. Oder auch Equity absolut. Also wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich darf am Tag maximal irgendwie ein Tausender einen Verlust machen und danach kommt die Reißleine, kann ich das hier auch einstellen. Ich kann auch sagen, dass er um zum Beispiel um 21.59 Uhr alles glattstellen soll, ja, und nicht morgens vor 8 Uhr dann halt irgendwie mir den Handel erlauben soll. Und wenn man sowas zum Beispiel dann kombiniert mit einem Trading Stop, ich habe da mal ein Video dazu gemacht, das gibt es auch bei YouTube, das heißt, so ähnlich wie irgendwie Trades freitagsabends entspannt laufen lassen oder sowas. Ja, das ist aber, das war ja mal ein schönes Beispiel. Also da war ich halt auch der Meinung, der DAX muss nochmal irgendwie short gehen bis zu einem gewissen Punkt. Und das hat aber ewig gedauert alles. Ja, der hing dann halt irgendwie stundenlang rum und ich war halt irgendwie abends auch noch mit Freunden zum Essen verabredet. Und das sind dann so Sachen, die stellt man dann aus Ungeduld schon mal ein, ja, wo man sagt, so, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich gehe da raus. Mhm. Oder man muss dann halt irgendwie unterwegs dauernd vom Handy da halt rum operieren. Macht ja auch keinen Spaß. Nee. Und da habe ich halt mal gezeigt, wie man sowas kombiniert, nämlich Time Exit mit Teilverkäufen, was übrigens mit dem MetaTrader auch nicht ja so ohne weiteres geht. Also ich hatte halt eine Short-Position, war irgendwie auch nicht so klein, so, das war 30 Euro pro Punkt, war ich da Short unterwegs und habe dann unterwegs, habe ich dann, also in verschiedenen Marken, habe ich dann Teilverkäufe hingesetzt, das Ganze noch gekoppelt mit einem markttechnischen Trail, das heißt, der hat den Stop dann nachgeführt oberhalb dem Hoch der Kerze, die das letzte Tief gemacht hat. Mhm. Ja, also genau nach den Regeln, wie ich hier auch vorgehe die ganze Zeit. Und das heißt, so eine Nummer, die kann man laufen lassen, weil die ist so oder so um 21.59 Uhr am Freitagabend macht die dicht. Die macht die Teilverkäufe, wenn sie so weit läuft. Sie läuft in Stop-Loss, wenn jetzt als Beispiel, wenn der Trail halt vernünftig anläuft und löscht gleichzeitig alle Orders, die noch übrig bleiben. Mhm. So, das heißt, Das kann man sich dann ab und zu mal, da guckt man alle Stunde mal aufs Handy und weiß aber, das Ding funktioniert, muss ich mich nicht drum kümmern. Mhm. Und sag mal, so eine Kombination von Exit, das ist halt, finde ich, eben auch Gold wert, ja. Weil da muss ich nicht davor sitzen und die ganze Zeit zugucken, weil das Ding macht's ja. Mhm. Mhm. Und zwar vernünftig und nicht irgendwie so ganz stupide dem Kurs hinterherlaufen, sondern halt schon so, dass es Sinn macht. So, jetzt muss ich hier mal gucken. Ja, jetzt kommt schön Momentum rein. 1600. Genau das, was, wie gesagt, der stete Tropfen, jetzt hast du es gut ausgesessen. Okay, ich gehe hier erstmal raus. Weil ob er das jetzt hier am Stück macht, weiß ich nicht. Das hier ist nämlich auch typisch. Erstmal über so einen Widerstand kurz drüber laufen und dann doch nochmal irgendwie da unten korrigieren. So, aber hier jetzt erstmal Geld verdient. Ja, guck mal, ist doch wunderschön. 170 Euro. Da kann man doch mal einen 20-Euro-Loser damit verkraften. Ne? War das jetzt habe ich jetzt gar nicht gecheckt, in der Position oder Tages-Profit mit inklusive heute Position. Morgen? Mit der Position. Nee, das ist nur in der Position jetzt gewesen. Ja. Sauber. Ja, also aufs Konto bezogen waren das hier heute mal ganz locker irgendwie 30%. Ja, gut. Kleines Konto, aber du hast wirklich ohne Worte. Etwas verrückt, muss man schon sagen. Nicht, dass wir hier die falsche Erwartung spüren, aber das ist schon eine sehr anständige Nummer hier, da muss man sagen. Ne? Also plane deinen Trade, ja, und trade deinen Plan und das hast du durchgezogen. Aber in absoluter Perfektion. Ja, und ich denke, was ja auch echt im Nachhinein ja auch schön ist, ja, dass man auch gesehen hat, okay, da waren auch ein paar Loser dabei, ja. Mhm, exakt. Ist,
Ganz ehrlich, Gewinner zeigen, das kann doch jeder. Also ich meine, nicht jeder kann immer nur gewinnen, das ist damit nicht gemeint, ja, aber irgend so ein Video machen, wo ich dann zeige, so, hey, guck mal, hier habe ich einen geilen Trade, das ist die Strategie, juhu, Geld verdienen. Das ist ja das Allereinfachste, ja. Also ich meine, jeder macht mal einen Trade, wo mal irgendwie Geld dabei rauskommt. Und aber habe ich gerade vorhin auch mit dem Martin, der hier auch mit dabei ist, von DAX Trader von Finanzen.net, habe ich dem vorhin auch gesagt, weißt du, das Ding ist doch, also mit Losern umgehen, das ist viel wichtiger. Das ist so viel aussagekräftiger, als jetzt irgendwelche Gewinner zu präsentieren die ganze Zeit. Weil das entscheidet doch am Ende des Tages meines Erachtens mehr darüber, ob ich in der Lage bin, da erfolgreich zu handeln oder nicht. Ja, du bist im Prinzip Risikomanager deines Kapitals. Das ist erstmal das Erste, ja. Das ist dein Treibstoff und den musst du schützen, ja. Und das ist A und O. Und wenn du es natürlich hier schaffst, ein gutes Ratio zu erzeugen, wie gesagt, 20 Euro mal versenkt oder 30 oder da mal 40, ja, aber wenn du im Gegensatz eben einen dreistelligen Profit einfährst mit einer guten Bewegung, dann ist es genau das Ziel. Und der DAX ist ja tatsächlich auch weiter hier im Abwärtsrausch. Was hat er denn eigentlich für ein Tagestief bislang gemacht? Die 11.700 haben wir noch nicht durchbrochen. Nee, nur touchiert. Er hat hier 11.730, also, ne. Das hat nichts. Guck mal hier vorhin auch, seit wir hier die ganze Zeit gequatscht haben, irgendwie 7 Punkte. Das da muss man sagen, also es gibt aber immer so Paralleluniversum. Ja? Also wie oft hat der Euro sich eben, ich meine, heute ist das jetzt auch nicht ein Brett mit 69 Pips aktuell, Tagesrange, das ist auch eher übersichtlich und zäh gewesen. Aber konntest du dir was rausschneiden heute Morgen beim DAX? Und die DAX-Wolle ist nun wirklich jetzt auch echt bescheiden. Ich will gerade mal sehen, warte mal, ich gucke mal auf den Chart. 83 Punkte hat der DAX heute gemacht. Aber wohl bemerkt, nicht vom Kassa Open, sondern das ist der 24-Stunden-DAX. Müsst ihr uns Cetra mal anschauen. Ich hole mir mal kurz das Cetra und gucke mir da mal an, was wir da jetzt für eine Range haben. Aber das ist auf jeden Fall also mehr als übersichtlich. Das, was wir hier sehen, ne? Ich meine, das ist ja genau die Range. Also daher, ja, 83, das passt schon. Genau, das ist es. Ja, also tatsächlich, da geht auch nicht viel. Das ist schon sehr, sehr übersichtlich, das muss man sagen. Der DAX hat in das hier, ne? Das hier macht da keinen Spaß, ne? Also dieses rauf und rauf, runter, doch nicht rauf, doch nicht runter, ne? Das ist so, ich meine, das hätte er auch am Stück machen können, ja. Das war ganz blöd gesagt. Wenn ich mich mit dem Euro angucke, der Euro war da schon ein bisschen konsequenter heute, ne? Also, ist jetzt hier auf 30 Minuten, okay, aber wenn ich jetzt mal 15 Minuten nehme, trotzdem, das ist nicht so viel hin und her. Das ist irgendwie klare Richtung und aber dann nicht halt hier kreuz und quer, ne? Obwohl das eigentlich schon fast, was er nebeneinander hält, ist schon irgendwie ein Spiegelbild. Also die Korrelation ist heute wirklich, also klar, die Wolla ist jetzt ein bisschen, DAX habe ich auch schon wesentlich volatiler gesehen, muss ich ganz klar sagen, aber das ist schon korrelationstechnisch sehr, sehr schön heute ein Musterbild. Also negative Korrelation, ich glaube, die bewegt sich, können wir dann, du hast ja da unten die MetaTrader 4 Add-ons, die will ich jetzt nicht, dass du die da reinziehst, weil dann nicht, dass es sich ein bisschen beißt mit dem Stereo Trader, aber da haben wir im Prinzip auch die Korrelationsmatrix, da sehe ich sie gerade, oder den Korrelationstrader, die ist, denke ich mal, das dürfte sich heute bei Überwerten von 90 befinden, also plus 90, also gibt es ja Korrelation, eben in die Richtung plus minus, und alles über 75 ist hohe Korrelation, und so wie das hier allein schon am Chart aussieht, sind wir hier bei Werten über 90, das ist ja fast wirklich ein Spiegelbild, das eine geht hoch, das andere runter. Ja. Wahnsinn. Also gibt es nicht oft, aber es ist schon, die Korrelation ist ja bekannt. Also da kam die Frage auch heute Morgen auf, das ist nicht unüblich, dass die sich genau so tendenziell entwickeln. Ja, aber das ist natürlich jetzt schon krass hier, ne? Also das ist ja schon wirklich, das ist ja wirklich ein Spiegelbild, ne? Absolut. Das ist natürlich heftig. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ich habe auf 30 Minuten, hat gerade so ein bisschen getäuscht. Aber man darf dann eben nicht vergessen, ne? Ich habe hier beim Euro einfach einen geringeren Spread eben halt auch, ne? Ja. Und das ist eben der Grund, warum ich dann an solchen Tagen dann lieber sage, komm, mache ich mal den Euro und spare mir jetzt den DAX vielleicht nachher nochmal für Kassaschluss oder so auf. Ja, dann hast du ja nochmal Bewegung in irgendeine Richtung. Da kann dann nochmal was passieren. Muss auch nicht, wobei der ja auch die Angewohnheit hat, an Kassa meistens nach oben zu kaufen, wobei da man jetzt auch nicht unbedingt drauf wetten kann. Aber wir sind immer noch in gestern. Ja. Das ist halt, das ist aber eben auch der Unterschied jetzt hier zum Euro. Der Euro ist eindeutig über gestern raus und der DAX bewegt sich hier komplett drin. Und damit kann man natürlich auch was anfangen dann mit solchen Bewegungen. Ne? Da weißt du halt auch irgendwie, so, wo sind irgendwie neue Ziele und du hast nicht alles, was schon irgendwie 100-mal angetestet wurde. Ne? Das ist, also finde ich persönlich immer leichter zu handeln, aber ich glaube, da gehen die Meinungen auch nicht weit auseinander, was das angeht. Das stimmt, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber wie gesagt, das war par excellence. Der Euro wird jetzt da oben auch tatsächlich abgewiesen, so ein Stück weit bei dem Level, wo wir die 0,7 oder 1,067 hat er ein bisschen verpasst knapp, aber den Resistant, den Pivot Point hat er hier auf Stundenbasis echt mal schön, schön geküsst, kann man ja fast sagen. Ja, 15 Minuten auf den Tick hier, PH. Sind das
Das sind, ist aber klassisch, das sind keine Fibonacci-Pivots, die gibt es ja auch. Ne? Es gibt ja auch Fibonacci-Pivots, das sind ja schon die normalen, also die Resistant-Level Ja, adaptiert nach oben und unten. Okay. Also wer was zum Skype sucht im Euro oder DAX, bitteschön, hier ist es drin. Also mit Also das ist. Stunden-Pivots muss ich ehrlich sagen, da habe ich bis jetzt noch nicht viel von gehalten. So, aber es ist, ich sage mal so, man lernt ja nie aus. Ne? Ich habe, also muss ich wirklich sagen, Stunden-Pivots dachte mir, nee, oh, das ist schon immer interessant, durchaus mal einen Blick wert. Hast du das auch gebacktestet? Geht das auch mit dem SEO-Trader eigentlich? Das sollte ich mal tun. Also das mal irgendwie in Automaten packen. Aber hier siehst du, im DAX ja das gleiche in Grün wieder, ne? Der war jetzt sogar tatsächlich einen Punkt drüber. Das ist eigentlich schon fast unverschämt, ja. Aber das Zeug funktioniert halt. Also es ist irre. Also zum Skypen ist es halt verrückt, ne? Da Verrückt war jetzt gut. halt bestimmt noch irgendwas anderes da unten. Ja, da waren sogar zwei Pivots, die hier zusammengekommen sind. Das kann man halt handeln, sowas, ne? Das ist also so in. Oder sagen wir es mal so, wer wirklich halt sich irgendwie für Skyping interessiert, da wollte ich auch mal irgendwann mal bei Gelegenheit mal irgendwie ein Webinar mal dazu machen. Mal ganz separat, weil was wir heute gemacht haben, war ja eigentlich Ausbruchhandel. Das war ja nicht Skyping. Und das können wir aber auch gerne mal machen. Und hängt aber auch vom Tag ab. Ja? Also im DAX sind solche Tage, so Inside Days, ja, wo wirklich nichts passiert, da kann man sich zu Tode scalpen. Also das funktioniert dann halt extrem gut, ne? Weil das sind ja alles nur Bereiche, die sind schon mal getestet worden. Und selbst wenn man da auch nur irgendwie 4, 5 Punkte mitnimmt, ja, also ich habe schon Tage gehabt mit Outperformance, wo alle anderen nur geächtzt haben, weil der DAX 50 Punkte gelaufen ist. Wo ich dann auf einem richtigen Konto, jetzt nicht hier so auf einem Pipi-Konto, dann echt auch schon mal über 30% dann auch gemacht habe. Nur mit ganz kurzen Bewegungen, weil er einfach, da ist fast alles vorhersehbar. Ne? Und das ist irre. Also was da auch zusammenkommt, das ist auch ein Scalping, ich glaube, das unterschätzen auch echt viele. Und ich komme nur momentan nicht mehr dazu zum Scalpen, weil ich so viele andere Sachen um die Ohren habe. Aber ich habe meine kontinuierlich beste Performance gemacht mit Scalping. Immer. Im Aber DAX. das ist A, schon ein bisschen Leistungssport, muss man ja sagen. Und dann ist Scalping, also es ist ja ohne Stereo-Trader schlichtweg fast kaum zu handeln, wenn man wirklich so aggressiv scalpt, das muss man ja ganz klar sagen. Ne? Und dann muss man auch die Handelskosten berücksichtigen, ne? Weil je kurzfristiger das Timeframe, desto mehr Trades, desto höhere Frequenz, desto mehr Commission oder auch Handelsgebühren, die dann auch mal richtig auf die Performance drücken können. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ja klar, also ich meine, wenn die Wohler ja ansonsten trotzdem stimmt, ja, also ich meine, zum Skypen wird das hier jetzt ja schon alles reichen, ne? Also das ist ja keine Frage. Ich brauche ja immer nur 5 Punkte irgendwie, die ich da mitnehme oder wenn es mal hochkommt, sind es dann eben auch mal 10. Davon geht dann einer weg für die Kosten. Das passt schon. Also man hat ja eine Trefferquote im Skyping, die liegt ja echt jenseits von 80%. Und CAV meistens dann halt irgendwie von 1 zu 1, das passt schon. Also das geht schon auf. Sollte man natürlich aber auch mal vorher probiert haben, bevor man sich da irgendwie mit Echtgeld da rantraut und auch mal seine Strategie finden, was man skypen kann. Aber da gibt es unglaublich viele Sachen. Also die Nummer hier mit dem Pivot, das ist jetzt nur einer, ja. Also es gibt etliche Sachen, die ganz einfach sind. Das kann ich hier zum Beispiel gerade mal live nur mal eine dokumentieren. Ich werde sie nicht handeln. Aber die Farbwechselstrategie. So, die Kerze versucht hier, das ist total dämlich, ja, die versucht jetzt hier eine andere Farbe zu machen, hat man gesehen, ne? Die versucht jetzt hier grün zu werden. So, was macht er? Er wird zuerst wieder rot. Fast immer. Fast immer. Und das ist ja auch klar. Also, wenn man sich so eine Kerze, also der sollte jetzt eigentlich auch hier nochmal ein paar Punkte nach unten gehen, wobei, wenn die Amis da sind, ist immer alles ein bisschen anders. Morgens funktioniert das besser. Aber generell, ja, das ist so ein sauberer, so ein einfacher Einstieg, der komplett ohne Risiko ist. Ja, also die macht eine neue Farbe. Ja, die kann ich mit 2 Punkten Stop-Loss, kann ich das Ding handeln. Und wenn der dann halt nur 3, 4 Punkte runtergeht, stelle ich glatt und bin fertig. Aber das ist so typisch, ja. Das ist ganz simpler Scalping-Ansatz. Ist auch einfach zu erklären, In der 15 weil Minuten jetzt hier Kerze zum jetzt. Beispiel, genau, also egal bei welcher Kerze ist das so, Okay, ne? okay. Aber ist auch ganz einfach zu erklären, weil das liegt ja daran, also innerhalb von der 15-Minuten-Kerze liegt ja ein Minuten-Chart-Trend. So, und wenn man sowas sieht, ja, das ist eine SKS im Minuten- bzw. Tick-Chart. SKS ist ja nichts anderes, Schulter-Kopf-Schulter-Formation, eine Trendumkehr vom kleinen zum großen Timeframe. So, weiß ich nicht, ob man das jetzt auf 1 Minute sieht, ich kann es mal versuchen. Muss den Bildschirm mal groß machen, ne? So, ne, sieht man ganz klar und deutlich, zack, hier, also natürlich auf dem Kopf stehen die Zeit hier, Bin wir es, ja. Schulter, Kopf, Schulter. So, und liegt einfach daran, weil ich habe eine Trendumkehr und kein Trend bricht freiwillig.
Das ist ganz einfach, weil die einen versuchen jetzt hier irgendwie den Abwärtstrend in Gang zu halten. Ja, dafür darf dieses Hoch nicht verletzt werden. Und die anderen wollen halt einen Durchbruch in die andere Richtung. So, was passiert? Es gibt Gezetere. Und dann ist es genau der Effekt, den ich gerade genannt habe. Hier, guckst du dir an, die wird jetzt erstmal wieder ein Stück rot. Das ist ein völlig simpler Scalping-Ansatz. Gemacht. Ja, tatsächlich. Und das hast du eine Zeit lang mal sehr aggressiv gehandelt sogar. Ja, klar. Also das sind Sachen, die kannst du halt ja auch mit einer riesen Size ja auch handeln. Ja, da kannst du dann noch irgendwie sagen, dann mach halt irgendwie, weiß ich nicht, also auf dem 10.000-Euro-Konto, da kannst du ja ganz locker mit 30, 40 Euro pro Punkt da rangehen, wenn du ein 2-Punkte-Stop Loss hast. Das ist richtig, ja. Da kommst du ja trotzdem nicht über irgendwie 1,5% Risiko weg. Und du nimmst dann halt eben mit 3, 4 Punkten, hast du aber dann halt mit jeder hier, Farbänderungsversuch, hast du halt jedes Mal 100 Euro verdient. Das ist jedes Mal 1% dann halt auch auf dem Konto. Ne? Mhm. Und deswegen sind solche Sachen auch, also Scalping ist Handwerk, kostet wahnsinnig viel Konzentration, aber ist auch, wenn man die Zeit und Energie dafür hat, die meines Erachtens lukrativste Strategie, die man machen kann. Was ja auch der Thorsten macht. Ne? Also ich meine, Thorsten ist ja da mit seinem Euro-Pro-System ja praktisch in der Früh praktisch... Na, wobei, so hat er mit dem Euro angefangen, immer die 7 bis 9 Uhr Geschichte oder was da war. Der Euro sagt, der Thorsten sagt immer, er skypt, aber eigentlich, was der Thorsten macht, ist Swing Trading im 1-Minuten-Chart. Auch schön, auch schön. Im Übrigen hat er geschrieben, er will den Euro bei 85 glatt stellen. Also er müsste praktisch wirklich nochmal neues Hoch machen. Ob er das macht, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ob er die 1,067 aber jetzt hier überrennt. Bin mir jetzt echt nicht sicher, sieht mir jetzt irgendwie nicht danach aus, aber bei 0,85 würde er dann, oder hält er das Ding jetzt auf Tage wahrscheinlich? Ich weiß nicht, was er mit 85 meint, die 0,85 oder werden wir ja sehen mal. Kann das Dirk nochmal wiederholen? Ich habe es nicht verstanden mit dem Farbwechsel der Kerze. Andreas, das Video ist aufgezeichnet, es kommt, ja gut, der Download, die Konvertierung wird ein Stündchen dauern vielleicht, aber das Video kriegst du heute noch auf unserem YouTube-Channel zu sehen, ja, da kannst du dir das nochmal anhören. Also sonst wollte ich dir jetzt auch gar nicht unterbrechen, ich stelle den Channel übrigens mal rein, dass die Leute auch wissen, wo sie uns finden. Und dann kannst du direkt nochmal weiter fortfahren, Dirk. So, pass auf, erstmal hier unser JFD-Desktop, da findet ihr dann praktisch dort auch, da seht ihr auch das Video vom Februar jetzt, also Februar, das Teil 1-Video, und nachher wird das Teil 2 da auch hochgeladen, oder ihr geht es direkt auf den YouTube-Channel, den stelle ich euch auch nochmal rein, da könnt ihr euch das gleich mal angucken, direkt mit der Übersichtsseite. Genau, stelle ich euch rein. Da könnt ihr auch auf YouTube, könnt ihr uns auch abonnieren. Wie gesagt, da machen wir täglich auch Live-Videos zum Markt vom Jens Klatt. Ich mache mein Devisenradar. Da gibt es immer wieder jeden Tag ein Stück weit Content. Schaut euch das ruhig mal an. Okay, also Euro, bin gespannt. So ein bisschen wird es oben dünn. Wie gesagt, die Daily Range ist eigentlich fast abgearbeitet. Jetzt gehen wir auch auf den späten Nachmittag zu mitteleuropäischer Zeit. Die Amis haben noch ein bisschen Zeit bis zur Mittagspause. Aber meine Erfahrung ist, wenn bis 17, 18 Uhr hier nichts mehr passiert ist und jetzt nicht irgendwo ein Fed-Event abends 20 Uhr noch ansteht oder eine große Pressekonferenz, dass die Luft so langsam aber dann raus ist, gerade beim Euro. Also die Range ist im Prinzip abgearbeitet. Britisch Pfund Yen geht schön nach unten gerade. Gerade so eine Frage, handelst du außer Euro, US-Dollar auch noch andere Währungspaare eigentlich? Oder gar nicht? Währungspaare eigentlich nicht. Also was ich schon mal handle, ist irgendwie Gold. Aha. Da hatte ich irgendwie, das sehe ich auch gerade, der kommt nochmal in den Zielbereich. Da hatte ich letztens halt auch irgendwie ein ganz gutes Setup, habe das auch gehandelt, aber eigentlich eher selten. Ne? Also weil es ist halt auch immer so, die einen schwören ja auf Diversifizierung und die anderen sagen... Nee, spezialisieren sich lieber, ja, genau. Das ist immer, deine Sache ist der Fokus. Ja, absolut. Also im DAX halt, also, sagen wir, ich kann ja sonst nichts. Gut, bisschen Euro kann ich noch. Und für den DAO habe ich auch noch eine relativ eigene Strategie, wie man den handeln kann, aber das ist jetzt nicht um die Uhrzeit, funktioniert das nicht, sondern eher so dann halt heute Abend oder nach wilden Bewegungen, die der DAO ja gerne mal macht. Aber hauptsächlich wirklich DAX. Ne? Also das ist halt, ja, der ist halt ein bisschen bescheuert. Das passt zu mir, ich bin auch ein bisschen bescheuert. Nein, sei nicht so zweifelhaft. Du, der Daniel fragt den Dirk, wie du das Big Picture von Gold siehst. Also vielleicht guckst du mal so auf Monatskerzen irgendwie oder Wochenkerzen, schaust dir mal das große Bild mal an. Was hast du eine Meinung zu? Das wäre jetzt eine Frage von Daniel. Also es kommt darauf an, was ist das Big, also wie weit geht das Big Picture, ne? Also ich sag mal, die nächste Krise.
die nächste Krise wird kommen, ja, also mal ganz, ganz lapidar ausgedrückt, die nächste Krise kommt garantiert irgendwann. Das heißt, Gold langfristig kann ja eigentlich nur long sein. Ja. Mhm. So, das heißt aber nicht, dass das jetzt irgendwie dieses Jahr der Fall ist oder nächstes Jahr. Mhm. Also das ist, ich meine, das war schon so tief unten und das ist, also ich, deswegen habe ich ja vorhin auch gesagt, ich tue mir da immer schwer, solche Sachen wirklich zu sehr weit vorauszusagen. Das ist einfach nicht mein mein Spezialgebiet. Ja, ich bin dann eher dann halt, wo ich sage, okay, so innerhalb von irgendwie ein, zwei Tagen haben wir die und die Bewegung. Das ja, also sowas kann ich, aber was heißt kann ich? Ja, also ich meine. Sowas machst du gern, das hast du dir einfach angeeignet sozusagen. Ja. Deine Passion geworden. Also da kann man viel ableiten. Also jetzt ohne hier den Chart zu öffnen im Gold, haben wir hier die Gefahr garantiert von einem Doppeltop, das ich bilden kann bei 42. Das sehe ich einfach an der Zahl hier, die hier rum blinkt. Ich kann es ja mal kurz aufmachen, ob mir dazu was einfällt. Weil das halt eben oben der Bereich war, wo er auch letztens hingelaufen ist. Das war mein Zielbereich, deswegen weiß ich es auch gerade auswendig. So, was haben wir hier jetzt? Der Metatrader beschwert sich. Ah, nee, das ist da. So, ne? Das war hier halt hier oben der Zielbereich, aber auf der anderen Seite, wenn man sich das halt so mal anguckt, das ist long, ne? Also das könnte man das hier schon wieder fast. Das war schon fast wie eine Flagge, die er hier gebastelt hat, wo er jetzt irgendwie gerade dran ausbricht. Jetzt sind wir hier am Stundenchart. Mal ein bisschen was einzeichnen. Das ist jetzt nicht ganz sauber. Könnte man vielleicht auch hier oben die Linie nehmen. Eventuell passt da auch mehr. Ja, dann fehlt irgendwie die mittlere Berührung halt. Ne? Also das sieht schon long aus. Aber klar, trotzdem kann er jetzt hier an der Stelle irgendwie bremsen. Es gab ja schon mal einen Doppeltop hier. Das sieht man ja auch. Ein bisschen größer. Na, da gab es ja schon mal eins, ist natürlich schon nicht unriskant. Das ist schon recht deutlich, aber das sollte auf jeden Fall jetzt erstmal das Ziel sein, wo er jetzt halt mal hinläuft. Also wenn man long gehen will hier an der Stelle, dann gehört aber auch der Stop hier unten ganz klar an die Flaggenkante. Das ist natürlich so ein bisschen das Problem. Also relativ weit weg, ne? Ja, ja, weil er kann ja, also ist ja nicht ungewöhnlich, dass das halt nochmal so ein Backtest stattfindet von so einer Kante und dann halt hochgeht. Das ist jetzt absolut nichts Ungewöhnliches. Aber hier shorten würde ich zum Beispiel nicht, glaube ich. Ne? Obwohl, schon massiver Widerstand reicht vielleicht für ein paar Punkte. Aber kann genauso gut sein, dass der oben durchgeht. Also generell, wenn ich das Doppeltop weglasse, geht der long. Also, oder bist du da andere Meinung? Also ich bin seit 2004 Goldbulle, also auch physischer Natur. Ich mag Gold sehr, auch als Differenzierung fürs Portfolio. Also Gold definitiv hat so den Weg, wie du jetzt hast, also ich sehe Gold jetzt technisch, wie gesagt, unter Analystengesichtspunkten, eigentlich hat er jetzt Spielraum bis 1300 ungefähr. Aber da muss man auch immer so ein Stück weit haushalten mit den Zwischenmarken, die du jetzt hier auch im Steo-Trader sehr schön dann aufzeichnest. Aber mit dem Ausbruch, was hat er gemacht? Ich müsste jetzt auch mal den Goldpreis mal kurz auf den Schirm holen. Cover ich auch immer regelmäßig im Radar oder habe auch Intraday immer mal Gold auf der Pfanne. Mag ich auf jeden Fall auch sehr, sowohl physisch als auch also langfristig. Ich denke, das hast du vorhin auch gesagt, die nächste Krise wird kommen und long only ist Gold sicherlich nicht verkehrt. Wirft zwar keine Zinsen ab, alles ein bisschen tricky, aber mit dem Ausbruch, was haben wir da hier genommen, die 1210, das war so ein Level. Also der Weg ist eigentlich meines Erachtens auch frei. Jetzt, wie du Doppeltop, das ist genau die Zone hier, 1245 irgendwas. Und wenn wir darüber gehen, denke ich mal, 1275 sind drin und dann wartet die 1300 schon. Also der Weg nach oben ist eigentlich gut. Ja, und das hier ist halt auch, jetzt bin ich hier auf 4 Stunden, ja. Wenn man nur hier unten die Formation mal sieht, das ist ja Cup with Handle, ja. Also zwar mit Spitze, aber die Dinger laufen meistens echt weit, ne? Ja, also kann schon ein schönes Revival jetzt werden, schöner Rebound, nachdem er ja auch die 1000 verpasst hat damals so, wo alle mit gerechnet haben, dass Gold die 1000 Dollar die Unze nach unten aufbricht, hat er ja nicht gemacht. Und dann hier halt auch, und dann schöner hier auch Pullback. Schön der Test noch von oben nochmal und jetzt dann hier durch die Flagge, also das kann richtig weit laufen. Ne? Also das hier, das wird vielleicht nochmal irgendwie reagieren, aber dass das jetzt der große Scheitergrund hier sein sollte, das glaube ich nicht. Nee, ich denke, ich weiß es auch nicht, ja. Ich habe keine Glaskugel, aber sieht für mich absolut überhaupt nicht so aus. Sagte der Patrick jetzt auch gerade hier, Prognosen sind schwierig. Im Prinzip können wir nur uns am Chart orientieren, wenn man das so, Gold sieht jetzt gerade, das ist so ein Knackpunkt da, wo er jetzt hinläuft, könnte da noch ein bisschen konsolidieren, aber grundsätzlich ist da auf jeden Fall Luft. Also Gold hat da schon starkes Momentum entwickelt und ja, da hängt auch viel jetzt von den Amis ab und es ist ja global beeinflusst und dann sagt man ja wieder, Gold wird manipuliert und weiß der Teufel. Wir orientieren uns an den Bewegungen. Das ist egal.
Genau, wir orientieren uns an den Bewegungen, an den Mustern und wie gesagt, da kann man was draus machen und am Ende ist es ganz wichtig, dass ihr immer euer Chance-Risiko im Auge habt, das bemesst und eben nicht zu viel verliert auf lange Frist, beziehungsweise das Risiko eben im Griff habt und eben auch wirklich mit Stops arbeitet, weil lieber mal, das hat heute ja auch der Dirk schön gezeigt, lieber mal zwei, dreimal ausgestoppt, ja, mit einem kleinen Los und dann aber einfach hartnäckig Setup verfolgt und dann einfach mal auch den Trade dann laufen lassen in den Zielbereich und das war prinzipiell lehrbuchartig, was wir uns da heute haben, sage ich mal, servieren lassen von dir. Das war wirklich schönes Trading und sowohl am Nachmittag als auch am Nachmittag, frühstags, nachmittags, Euro, US-Dollar, schöne Geschichte. Also ich denke, das war heute wirklich sehr, 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 sehr Nährwert, also hat einen hohen Mehrwert und hat einen großen Nährwert für alle, die dabei waren. Und jetzt haben wir ja auch schon wieder unsere guten 2 Stunden plus rum im Prinzip. Wüsste ich jetzt nicht, der DAX kommt nämlich jetzt gerade wieder auch von seinen Tagestiefs nach oben. Ja. Wir plätschern jetzt so ein bisschen in den Feierabend, will man fast sagen, Xetra hat jetzt noch eine gute Stunde, also das wird schon noch ein bisschen was sein, aber dass da jetzt noch groß der Knaller kommt, das sieht man jetzt ehrlich gesagt nicht danach aus, ne? Eben, das ist auch genau das, was ich vorhin meinte. Ne? Siehst du es dann hier einfach mal irgendwie ein paar Punkte, gut, er hat jetzt hier dann am Schluss noch 10 Punkte nach unten noch verlängert. Das ist halt Quälerei, ne? Genau. Also ich sag mal, um jetzt Intraday da irgendwie großartig aktiv zu werden. Muss nicht sein. Im Scalping, klar, hätte es funktioniert. Dann hätte man hier die Pivots nutzen können, hier vorhin das Ding, das Spielchen mit der Farbumkehr machen können. Das kann man alles machen. Aber das ist jetzt, passt jetzt nicht hier heute zu dem, was ich hier heute den ganzen Tag versuche zu zeigen. Also aber das ist schön. Mir ging es ja hier um Ausbrüche, um Scale-In, also Positionen ausbauen im Gewinn. Und Limit Pullback haben wir heute Morgen auch sehr schön ja gesehen, ne? Dieser Einstieg, wo ich ja 4 Punkte besser gefüllt worden bin, beziehungsweise mit 4 Punkten weniger Risiko, wer dann auch da rausgekommen bin. Und das sind so Geschichten, die, ja, wie du auch sagst, das war, glaube ich, heute schon ganz nett. Eine sehr gelungene Sache, muss ich sagen. Also wie gesagt, da wollen wir deine Zeit auch gar nicht so sehr beanspruchen. Ich lese hier nur noch gerade die Dienste von dir. Also da kannst du vielleicht nochmal deine Site kurz zeigen. Ansonsten würde ich auch nochmal die Page vom Thorsten reinsetzen. Also die Landingpage vom Thorsten direkt, dass ihr da nochmal gucken könnt. Ansonsten zeig doch auch nochmal deine Page direkt, dass man da einfach sieht, mit was wir es da zu tun haben bei dir, beziehungsweise dem Stable Trader. Thomas fragt dann nämlich gerade nach, wie die Dienste genutzt werden können. Ich stelle mal den Forex Pro, also das vom Thorsten, der heute da war, mal rein. Zack, könnt ihr euch mal umschauen, für alle, die das nicht wissen. Und ansonsten hier stabletrader.net. Da habt ihr die Software. Die meisten Infos zur Software. Es gibt auch eine Facebook-Seite, auch einfach bei Facebook auch einfach Stereotrader eingeben. Dort kann man sich dann, wenn man die Seite liked, dann gibt es auch immer wieder News über irgendwelche Add-ons oder irgendwelche Veranstaltungen. Also da wird es jetzt auch demnächst mehrere Webinare auf meiner Seite auch dazu geben, die sich jetzt nur um den Stereotrader drehen. Neuigkeiten, wie gesagt, zur Software, Ideen, wie man handeln kann und sowas alles findet man dort. Also wie gesagt, bei Facebook einfach Stereotrader Seite liken und dann ist man automatisch da auch mit up to date. Und wie heute Morgen auch schon mal gesagt, wer ein Demo runterladen möchte, ganz einfach hier auf die Homepage gehen. Wenn noch kein Demo-Konto bei JFD oder ein Live-Konto bei JFD vorhanden ist, kann man über die Homepage eröffnen und genau. Danach kann man auch einfach die Software runterladen, installieren und dann loslegen. Und dann, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, einfach in der Vergangenheit mal handeln. Ja? Also für die Anfänger, die hier vielleicht mit dabei sind und neue Strategien ausprobieren möchten, also glaube ich halt auch jetzt, ohne mich hier selber irgendwie mit Federn zu schmücken, ist es mit Sicherheit eine Geschichte, die einen wirklich weiterbringen kann. Ja? Man muss nicht raten, funktioniert das oder funktioniert das nicht, sondern man probiert es einfach aus. Und zwar ohne, dass man irgendwie den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzt und darauf wartet, dass sich endlich mal der Kurs bewegt. Also wirklich, ganz großes Tennis, da hast du vollkommen recht, gerade mit den historischen Daten, das ist auf jeden Fall ein Riesenbrett. Und zur Frage, Franz, wie gesagt, wir sind da in Gespräch mit dem Dirk und JFD, wie wir das da in der Kooperation machen können, aber auf jeden Fall, das Tool lohnt so oder so zum Testen in jedem Falle, ob es einem auch liegt. Man muss eben, wie gesagt, das auch nutzen im Intraday-Bereich, man muss es eben auch anwenden können und sich da auch intensiv mit befassen, aber wie gesagt, da gibt es auch viel, viel Gimmicks und neben dem historischen Trading hat man eben auch wirklich ein schönes Add-on an der Hand, ein schönes Template, mit dem man dann Intraday eben loslegen kann. Jetzt kommen wir mal, ja, alles auf Englisch. Es gibt Videos, die Demo bei uns ist kostenlos. Die Demo beim Stereo Trader, wie lange dauert das? 14 Tage oder hast du da so einen Zeitansatz? Nö, ist nicht zeitlich beschränkt, nee, kann man endlos nutzen. Okay. Also generell dieses, zum Beispiel dieses History Trading, was ich genannt habe, ja, also wo man in der Vergangenheit handeln kann, ist auch dauerhaft kostenlos. Es kostet wirklich gar nichts.
Wow. Also das heißt, das kann man mit einer Demo-Version machen und solange man das eben möchte, ja. Und die Engel und sonst, also Videos gibt es zum Stereo Trader auf Deutsch, das hast du heute Morgen gesagt, aber sonst ist alles Englisch so von den Handbüchern, ne? Genau, da muss ich natürlich irgendwann mal nachlegen. Also ich werde auch auf jeden Fall, da bin ich auch schon ein paar Mal gefragt worden, mit Sicherheit auch mal ein vernünftiges Einführungsvideo machen oder so, zwei, drei Videos, wo man wirklich mal die Grundlagen dann eben mal kennenlernt. Aber ich werde auch, wie gesagt, auch selber auf jeden Fall demnächst mal hier und da ein Webinar machen. Und da gibt es auch ein paar Partner, die das eben auch mit anbieten möchten, also auch ein paar bekannte Leute, aber das werdet ihr dann auch schon noch mitbekommen. Also wer da halt wo was veranstaltet, sind ein paar bekannte Namen dabei, die eben auch die Software unterstützen möchten und mir da angeboten haben, dann Sehr mal ein gut. Webinar zu machen. So, wie man Ah, sowas dann halt eben sehr, sehr anwendet. gut. Ja. Sehr, sehr gut. Und wie Also gesagt, ähnlich wie hier halt ja auch, ne? Also hier war es jetzt Live-Handel und da geht es dann halt dann vielleicht eher mal nur um die Funktionalitäten. na, das wird man, wie gesagt, du warst jetzt schon das zweite Mal zu Gast. Ja, das wird man definitiv nochmal spezifizieren, dich nochmal einladen. Wie gesagt, der Flow heute war ausgesprochen gut. Die Teilnehmer, natürlich auch viele von deinem Kreis auch dabei. Aber ich sag mal, wunderbar, dass das so heute ein volles Haus war. Und ich denke, wie gesagt, der Markt, der dümpelt jetzt so ein bisschen rum. Die große Action haben wir heute auf jeden Fall erlebt. Und ich glaube, auch jeder konnte was mitnehmen. Die Webinar-Geschichte, wer es jetzt mag, kann sich das Samstag nochmal schön 4, 5 Stunden lang reinziehen. War auf jeden Fall mit einem hohen Mehrwert versehen, wie ich das finde. Und ich würde so langsam aber sicher den Dirk auch dann in die Pause, Schrägstrich Feierabend, was auch immer noch ansteht, entlassen wollen. Auf jeden Fall sage ich jetzt danke an der Stelle, Dirk, für deine Teilnahme. Ihr bei euch, wie gesagt, testet JFD, testet uns. Wir sind transparent, wir machen Fairness, wir haben Interesse daran, dass ihr erfolgreich seid. Nur so können wir auch wachsen und erfolgreich werden. Deswegen Post-Trade-Report anfordern. Das, glaube ich, bieten nicht viele Broker, geschweige denn überhaupt einer an, dass sozusagen Trade-Verfolgung nachgewiesen wird. Also testet, prüfe, wer sich ewig bindet, sage ich immer. Ich sage auf jeden Fall danke für eure Teilnahme. Vielen, vielen herzlichen Dank an den Dirk, der sich die Zeit genommen hat. Und ich würde sagen, wir hören oder lesen, sehen uns in Kürze wieder. Dirk, ich lasse dir noch kurz das Mikro und dann würde ich auch so langsam zum Ende gehen wollen. Ja, von meiner Seite also vielen Dank für die Einladung, dass ich das hier machen durfte und ich hoffe natürlich auch, dass ich hier ein bisschen was zeigen konnte, womit der eine oder andere was anfangen kann, konnte oder auch was ihm vielleicht in der Zukunft vielleicht ein bisschen hilft, wenn es darum geht, mal irgendwie neue Strategien oder auch neue Handelsweisen mal auszuprobieren. Und ja, ich denke ja auch oder hoffe doch zumindest, dass wir das jetzt auch öfters machen. Angedacht ist es ja, ne? Also sogar irgendwie, wir wollten es ja eventuell dann auch regelmäßig machen, ein bis zweimal im Monat solche Geschichten. Und ja, würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Also hat Spaß gemacht, ist ja auch ganz gut gelaufen. Es gab ein paar Hürden, aber das gehört eben dazu, dass es eben dann auch echt und nicht irgendwie fake und für jeden nachvollziehbar. Und von daher hoffe ich einfach, dass ich da einen gewissen Mehrwert dann auch liefern konnte für heute. Sehr, sehr gut. Wenn Ja, ihr das war's von meiner Seite. Mehr habe ich dazu jetzt erstmal nicht. Und du hast dann das Schlusswort, lieber Ah, das Felix. ist lieb. Also wenn ihr noch Dankeschön an den Support, an JFD für die Aktion richten wollt, da kamen heute Morgen schon Mails, dann muss ich auch sagen, Dirk, wie gesagt, das Feedback war durch die Bank weg. Gut, also da schreibt an unseren Support, dass ihr es gut fandet. Das ist ein Grund mehr, dass wir sagen, ey, mit dem Dirk, nachdem wir ja im Januar auch den Jay hatten im Forex-Bereich, was ja auch mega gut ankam, wo ich einfach sage, da haben wir jetzt wirklich das Jahr schon sehr, sehr gut begonnen in Sachen Feedback, auch an dem, was euch gefallen hat. Und dann gibt es uns das Feedback, wenn wir da weiter anknüpfen sollen, dann laden wir den Dirk mit hoher Sicherheit auch wieder ein. Wie gesagt, kurz den Support da mal anschreiben, Feedback geben ist immer gut. Und dann sage ich es jetzt auch zu allen nochmal schönen Feierabend an euch. Kommt gut in den Feierabend. War schön mit euch. Auf bald. Bleibt informiert, testet uns und dann vor allen Dingen Happy Trades, ne? Ich sage Tschüss und auf bald. Tschüss.